Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei einer, ich glaube auch der letzten Folge von Let's Play Randall's Monday. Wir nähern uns dem großen Finale von dem ganzen Spiel und ich denke mal, ich werde jetzt einfach diese Folge so lange machen, bis das Spiel zu Ende ist. Auch wenn es eine Stunde dauert, ist mir jetzt egal. Und wir werden jetzt erstmal hier aus dem Fenster schauen. Ich seh's, aber ich glaub's nicht. Was für ein Chaos. Gut, dann müssen wir mal gucken, ob wir ins Mortimers Zimmer reinkommen. Ich habe da noch mal ein bisschen die Lösung nachgeschaut, weil ich wissen wollte, wie lange das hier noch geht. So. Statue. Ich muss da nämlich auf irgendein Geheimfach. Mein Mitbewohner ist ein totaler Psycho. Spinn ich oder ist das einer von diesen Opferdolchen? So, ich brauche... Weil wenn ich sie mich gehen lasse, habe ich soweit gelesen. Flügel. Verdammt, wenn ich den Dolch loslasse, bewegt sich der Kamin wieder in die Ausgangsposition. Komm, ich will das Kaugummi jetzt dahin haben. Flügel. Das ist keine gute Idee. Oder muss ich es vorher kauen? Das ist keine gute Idee. Warte mal. Ich habe noch irgendwas gelesen. Holzscheit. Das ist keine gute Idee. Muss ich auf die Statue anwenden? Das ist keine gute Idee. Alter! Flügel. Das ist keine gute... Alter, warum... Jetzt muss ich nochmal gucken. Du wachst in Randalls Wohnung auf, nur herauszufinden, dass draußen die verdammte Welt untergeht. Wenn du ein Apartment verlassen willst, begegnest du niemanden anderen als den Tod und Matt. Wenn du aufs Dach gehst, sitzen dort vier Reiter der Apokalypse und machen Mittagspause. Okay, dann gehen wir doch mal erst aufs Dach. Weil das ist nämlich die andere Lösung, die ich vorhin geschaut habe. Die geht nämlich immer schon ein bisschen vorausdenkend hin. Dann gehen wir mal aufs Dach. Na? Und dann sagt sie, sie bräuchte jemanden, der reifer ist. Also echt, ich bin eine Million Jahre alt oder so. Was zum Teufel? Ich hab dir doch gesagt, du sollst in der Wohnung bleiben. Oh shit, stimmt ja. Bringst du mich jetzt um? Tja, sollten wir eigentlich. Ist das der Taschendieb? Ja. Na, mein Junge, glaubst du, du kannst einfach so rumlaufen und dir Sachen nehmen, die dir nicht gehören? Bringen wir ihm etwas Respekt vor dem Eigentum anderer bei, ja? Komm schon, Hungersnot, du bist dran. Ach, komm schon. Du musst ihm doch nur die Hand abhacken. Ist doch nichts dabei. Ja, klar, ist jetzt Mittagspause. Aber ist doch egal. Das dauert nur eine Sekunde und der Junge hat den Rest seines Lebens dir zu danken. Mittagessen ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Also ich zisch mal los und besorg ein paar Tacos und eine Limo. Moment mal, junger Mann. Du gehst nirgends hin, bis wir nicht entschieden haben, was wir mit dir machen. Und wenn ich einen Attest habe, dass ich akut an Kleptomanie leide? Was zur Hölle soll denn das heißen? Es ist uns egal, was dein Psychiater sagt, du Trottel. Nein, Hungersnot, ich hab deinen Unterkiefer nirgends gesehen. Und du bist auch nicht der Einzige, der hier Hunger hat. Wir könnten alle einen Happen vertragen. Was? Seit wann muss ich mich ums Mittagessen kümmern? Tja, das ist ja nett, dass du den Müll runtergebracht hast. Aber das macht mich lange noch nicht zur Mittagsfee. Brüder, streitet nicht. Die Lösung des Problems steht direkt vor euch und mit einem besonders blöden Gesichtsausdruck. Ich? Er? Warum nicht? Ich hab Hunger. Mir gefällt das irgendwie alles nicht. Ja, warum denn nicht? Ja, weil ihr Hunger habt und mich wohl auffressen wollt. Da hast du natürlich recht. Was? Nein, es muss da noch eine andere Lösung geben. Hör zu, Junge, ist schon klar. Du willst nicht gefressen werden. Aber schlimmer als die Zerstörung allen Lebens auf der Erde ist die Zerstörung allen Lebens auf der Erde, während Hungersnot die ganze Zeit am Jammern ist, was für ein Kohldampf er hat. Nimm's nicht persönlich. Da hast du recht. Er ist ein verdammter Taschendieb. Also ist das persönlich? Ihr könnt mich nicht fressen. Die Typen von der Steuerbehörde wollen mich richten. Stimmt's, Mr. Tod? Oh, Mr. Stimmt.
Obwohl, wenn wir dich jetzt fressen, haben sie nachher weniger Papierkram. Hey, warte mal. Glaubst du nicht, der Boss wird dann sauer? Vermutlich. Aber die wird auch sauer, wenn sie uns sieht, während wir uns hier einen vollen Lance machen. Aber irgendwas müssen wir doch essen. Das ist ein Grundbedürfnis. Wir sind auch nur Menschen. Nein, sind wir nicht. Oh, stimmt, ja. Kann mal jemand Hungersnot seinen Unterkiefer geben? Das Genuschel macht mich fertig. Sei doch kein Spielverderber. Ich find's rasend komisch. Tut mir leid, wenn ich unterbreche, aber ich glaube, ihr habt euren Boss vorhin mal erwähnt. Ja? Und? Kann ich die mal sprechen? Ich glaube nämlich, dass das alles nur ein Missverständnis ist und ich... Oh, glaub mir. Mit der willst du nicht reden. Verstehe. Aber ich muss darauf bestehen. Ist mir egal, ob euer Boss eine irre, perverse Höllenschlampe ist. Wir haben eine Menge zu besprechen. Ehrlich, mir wär's egal, wenn sich euer Boss als eine Art monströses, widerliches Schlammwesen herausstellt, das wie Marconi stinkt. Oh, Scheiße. Sie steht direkt hinter mir, stimmt's? Na, sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Wenn das mal nicht Randall Hicks ist. Der beste aller denkbaren Freunde. Der Ringdieb, der Raumzeitgefangene, der gefürchtetste Insasse aller Gefängnisse. Und natürlich mein Ex-Verlobter. Wie geht's denn so? Hey, sieh dir das an! Die kennen sich! Sally? Ist das so eine Art M. Night Shyamalan-Plot-Twist? Was hat das zu bedeuten? Das bedeutet, dass ich gewonnen habe. Der Ring ist mein. Hey, Boss, wir machen nur eine kleine Pause hier. Du warst auch hinter dem Ring her? Bist du eigentlich völlig verblödet oder was? Natürlich wollte ich den Ring. Ich bin die Braut. Okay, na, das ergibt Sinn. Ich fange noch mal anders an. Wie laufen denn die Hochzeitsvorbereitungen? Tja, im Moment bin ich etwas sauer, um ehrlich zu sein. Man hat mir versprochen, dass diese Jungs hier das Beste wären, das man auftreiben kann. Aber jetzt stehen die da nur rum. Wenn man eine ordentliche Apokalypse haben will, muss man die wohl selbst besorgen, wie es aussieht. Wir machen hier nur Mittagspause, Boss. Wir sind gleich wieder voll dabei. Das solltet ihr auch. Sally, ich pack das alles nicht. Ich muss wissen, was los ist. Ist das nicht offensichtlich? Das ist das Ende der Welt. Du hast mit deinen ständigen Raum-Zeit-Veränderungen alles in Gang gesetzt und ich bin die Königin in dem ganzen Schlamassel. Wenn ich schon keine Hochzeit kriegen kann, will ich wenigstens eine schöne Apokalypse haben. Aber wer sagt denn, dass du keine Hochzeit haben kannst? Matt sitzt in diesem Moment auf meinem Sofa und stirbt vor Vorfreude, dich zu sehen. Stirbt vor Vorfreude? Ja, wirklich witzig, Randall. Was ist es denn diesmal? Hat er sich mit einem Pizzaroller den Kopf abgetrennt? Nein, nein, ganz und gar nicht. Er lebt und er vermisst dich fürchterlich. Das stimmt, Boss. Wir haben uns bereits um die Griffin-Sache gekümmert. Gute Arbeit, aber leider zu spät. Ich will mich nur nicht mehr binden, das war mal. Ich bin jung und mächtig. Ich will mein Leben genießen. Wisst ihr eigentlich, wie langweilig das ist, jahrelang immer wieder die gleiche Leiche in der Küche vorzufinden? Tja, eine Ehe ist so ähnlich. Aber ich werde jetzt den Ring für etwas anderes benutzen. Verstehe, aber du weißt schon, dass der verflucht ist, oder? Wieder falsch, Randall. Man muss nur lernen, mit seiner Macht umzugehen. Sieht aber nicht gerade so aus, als wärst du dabei besonders erfolgreich. Was? Ich bin sicher, eine Party wie die hier hast du noch nie erlebt. Stimmt schon, aber ich kenne dich, Sally. Und du hast ja noch nie was aus dieser ganzen Apokalypse-Scheiße gemacht. Du bist verletzt und ehrlich gesagt weiß ich nicht mal warum. Ich? Verletzt? Wie kommst du auf die Idee? Tja, weiß nicht. Die ganze Lava, der ständige Schwefelgestank, sprechende Skelette. Aber vor allem spüre ich bei dir so eine gewisse Anspannung. Gut beobachtet. Aber du verstehst nicht richtig. Wie meinst du das? Lass es einfach. Wenn du nicht mal verstehst, was los ist, lass es einfach. Eben, Junge. Lass es lieber. Ein Scheiß werde ich. Was habe ich da verpasst? Verdammt, Randall. Wie kann man nur so blöd sein? Ich hab dich gewarnt. Was hast du erwartet?
Du dachtest, all das würde sich auf irgendeine Art und Weise in Wohlgefallen auflösen? Einfach den Ring zurückbekommen und so tun, als sei nichts passiert? Du hast meinen Hochzeitstag versaut. Du hast den wichtigsten Tag meines ganzen verdammten Scheißlebens auf dem Gewissen. Was hast du denn erwartet, du selbstsüchtiges Arschloch? Sieh mal, es tut mir ehrlich leid, aber glaubst du nicht, dass die Apokalypse ein bisschen zu weit geht? Das tue ich mit Sicherheit nicht. Die Braut lässt sich nicht ficken. Sie steht genau vor dir. Sally, der Ring ist wirklich böse. Nimm den lieber ab. Böse? Und was glaubst du, bin ich? Der Ring hat dich verändert. Mag sein, aber ganz offensichtlich zum Besseren. Überhaupt nicht. Die Sally, die ich kannte, würde die Scheiße aus dir rausprügeln. Oh, da hab ich aber Angst. Grüß sie von mir, wenn du sie siehst. Und grüß auch den blöden Penner, der Matt den Ring gegeben hat. Dank euch beiden gehört die Welt jetzt mir. Ha, ha, ha. Moment mal. Wie kannst du das wissen? Ach, komm schon, ich weiß alles. Ich hatte schon ein Auge auf den Ring geworfen, seit Matt ihn von diesem stinkenden Penner bekommen hatte. Matts Geldbeutel konnte vor mir nie irgendwelche Geheimnisse verbergen. Ich habe den jeden Abend durchsucht, seit wir zusammen waren, um sicherzugehen, dass er nicht das gesamte Geld für Schnaps- und Abwaschtattoos rauswirft. Das kann ich nicht gutheißen, aber erzähl weiter. Die Sache ist die. Eines Tages fand ich den Ring und ich habe mich verliebt. Vom ersten Augenblick an wollte ich ihn haben. Aber dann kamst du und hast deinem besten Freund den Geldbeutel geklaut, hast seine Hochzeit ruiniert und ihn über 2000 Mal in den Selbstmord getrieben. Du kennst die Geschichte ja. Aber am allerwichtigsten ist, dass trotz allem jetzt ich den Ring besitze. Ist das nicht toll? Oh ja, klar, toll. Einfach super. Sieh dich um. Es wird sogar immer besser. Aber sicher. Meine hingebungsvollen Untergebenen werden schon dafür sorgen. Wir? Aber das verstehe ich nicht. Warum lassen die sich von dir kontrollieren? Hat sie uns gerade Untergebene genannt? Verstehst du denn nicht? Sie fürchten mich. Sie wissen, dass man mich lieber nicht erzürnt oder sie verlieren ihre Köpfe. Ach komm schon, du warst ein guter Mensch. Du hast sogar Kleider gespendet und so. Du Narr. Ich bin nicht die Sally, die du kanntest. Oh, jetzt verstehe ich. Du hast deine Tage, stimmt's? Okay, entspann dich und ich hol dir ein Eis. Was für eine Sorte darf's denn sein? Was hast du gerade gesagt? Antworte nicht. Das ist eine Falle. Tja, also du hast ja wohl deine... Naja, die Kommunisten marschieren ein, die Ampeln stehen auf Rot, die Maler sind im Keller... Ölwechsel, du weißt schon. Ah! Ui. Oh Mann. Oh oh. Wie gefällt dir mein neuer Look, Randall? Du bist das allerletzte hässliche Scheißvieh, das ich hier gesehen habe. Weiß nicht. Ist nicht so richtig mein Ding. Du bist das allerletzte hässliche Scheißvieh, das ich je gesehen habe. Tja, zu Elaine hast du Schlimmeres gesagt. Ja, aber Elaine respektiere ich. Du bist einfach widerwärtig. Egal, mein lieber Randall. Ich hatte ja nie angenommen, dass du mir in jener Nacht freiwillig den Ring aushändigen würdest, aber du hast es getan und er ist jetzt mein. Jetzt habe ich gelernt, seine Macht zu nutzen und bin, was man so landläufig als der Teufel bezeichnet, geworden. Die Apokalypse hat begonnen und ich könnte glücklicher nicht sein. Willst du mir das etwa in die Schuhe schieben? Mann, ich räume hier hinterher nicht auf. Du dumme, nutzlose Kröte. Du und ausschließlich du bist für diese Katastrophe verantwortlich. Du wirst den Rest deines Lebens mit dieser Schuld leben müssen. Okay. Nicht wirklich. Ich habe einen Fernseher, einen DVD-Player und alle Staffeln von Sopranos bei mir zu Hause. Sally, ich bin's. Schuld? Mann, du hast wohl zu viel von dem Schwefel eingeatmet. Sally, wir wissen beide, dass ich ein furchtbarer Mensch bin, aber wenigstens bin ich keine... Was? Kenn ich nicht. Machen wir das. Sally, wir wissen beide, dass ich ein furchtbarer Mensch bin, aber wenigstens bin ich keine Attention Whore. Es ist das verdammte Ende der Welt und du machst immer noch auf Klugscheiße. Tja, Game Over. Schachmatt. Du bist am Arsch. Hey, das hier ist noch nicht vorbei. Der Abspann läuft noch nicht mal. Da kann noch einiges passieren. Braver Junge. Gibt einfach nie die Hoffnung auf.
Und ihr Lappen, die Pause ist zu Ende. Ich will, dass vor fünf dieser Planet zerstört ist. Los, an die Arbeit! Zerstört! Hoffe, du stürzt den Vulkan, du hässliche Hexe. Also, das ist also euer Boss, ja? Ich sehe, das Betriebsklima ist nicht so besonders. Sie ist ein Tyrann! Will die ganze Welt in weniger als einem Tag zerstören! Das ist doch Wahnsinn! Wir haben auch Rechte, weißt du? Ja, und das Wichtigste davon ist das Recht auf eine ordentliche Mittagspause. Amen, Bruder. Dürfen wir überhaupt Amen sagen? Wisst ihr, wie man das nennt, Jungs? Das ist eine Ausbildung am Arbeitsplatz. Ich würde mir das nicht gefallen lassen. Die Schlampe nutzt euch doch bloß aus. Wisst ihr, wie man das nennt, Jungs? Das ist Ausbeutung am Arbeitsplatz. Na, dazu auch Amen. Ja, irgendjemand musste das auch mal sagen. Das ging vielleicht ein bisschen zu weit, Hungersnot. Ihr solltet nicht unter so großem Zeitdruck arbeiten müssen. Tja, ist alles deine Schuld, Kumpel. Tja, das behauptet sie jedenfalls. Aber ich bin hier das wahre Opfer. Schweig stille, Sterblicher. Wir haben schon genug Probleme, wie du siehst. Erheische nicht auch noch unser Mitleid. Wir sind die vier apokalyptischen Reiter. Ja, obwohl Krieg bei Cinema Paradiso immer noch jedes Mal heult. Ach, halt's Maul. Die Kussszene am Ende ist sehr gefühlvoll. Jungs, das reicht jetzt. Seht mal, ich hab das alles nicht verursacht. Ich bin auch nur ein Opfer. Und offensichtlich kann mir niemand helfen. Woher weißt du das? Hast du mal jemand um Hilfe gebeten? Stimmt, das hilft normalerweise. Das könnte ich mal versuchen. Tja, und? Warte mal. Ihr redet von euch selbst? Okay, das war mir nicht klar. Reiter, ich brauche eure Hilfe. Ich versuche schon lange, alles, was dieser Ring verursacht hat, wieder gerade zu biegen. Und alles war umsonst. Ihr seid meine letzte Rettung. Wie sieht's aus? Tut uns leid. Wir haben gerade Mittagspause. Ah, fuck. Komm schon, Jungs. Uns gefällt doch die Situation auch nicht besonders. Warum helfen wir nicht ein bisschen aus? Wovon zur Hölle redest du da? Ja, wovon redest du? Willst du etwa vorschlagen, dass wir es einsetzen sollen? Was habt ihr mit mir vor? Wir fressen dich auf, wenn du nicht die Klappe hältst. Aber ihr wollt es einsetzen? Ja, natürlich nicht für umsonst. Er muss etwas für uns tun. Zum Beispiel was zu essen besorgen. Bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Hallo? Kann mir mal jemand sagen, um was es hier eigentlich geht? Oh, ich erklär's dir. Weißt du, wir kennen da ein uraltes, mystisches Geheimnis, das alles in einem Augenblick wieder ins Lot bringen könnte. Und alles wäre dann wieder normal? Keine Flüche, keine Selbstmorde, kein Ende der Welt? Das ist korrekt, ja. Na dann, worauf warten wir? Wollt ihr lieber Orangensaft oder Ananas? Rührei oder Spiegelei? Nicht so schnell. Was denn? Habt ihr eine Glutenunverträglichkeit oder was? Sagen wir mal, unsere Geschmacksknospen sind etwas eigentümlich. Wir essen nur leicht angebratenes Menschenfleisch. Je frischer, desto besser. Dann ist es zarter, weißt du? Das heißt, wir essen nicht irgendeine dahergelaufene, verfaulte Leiche oder so. Wir brauchen Frischfleisch. Irgendwas, was noch atmet. Heißt das, ihr wollt mich essen? Tja, wenn's dir nichts ausmacht. Uns soll es recht sein. Das Mittagessen ist gerettet. Brühe, wartet mal. Bevor wir uns jetzt schon die besten Stücke sichern, sollten wir uns fragen, wie wir ihm denn helfen wollen, wenn wir ihn aufgefressen haben. Guter Punkt. Ich nehme die Hüfte. Mir fällt sicher was ein, das zu aller Zufriedenheit ausfällt, besonders eurer. Ich muss nur ein paar Strippen ziehen und ich bin sofort mit eurem Mittagessen wieder da, okay? Du solltest nicht versuchen, uns auszutricksen. Ich weiß, wo du wohnst. Und verschwende keine Zeit mit Fremden, ja? Du meinst so Fremde wie ihr? Och Himmel nochmal, uns kennst du doch.
Wir waren in Tausenden von Filmen. Hm, na ja, gar nicht mal in so vielen. Oh, echt? Aber ich dachte... Tut mir leid. Ja, ich sollte vielleicht... Du solltest vielleicht los und unser Mittagessen besorgen. Ja, stimmt. Ich hole euch mal was zu essen. Uiuiuiui. Geht ja ewig, diese Diskussion da hier. So, ich gehe mal ganz runter. So, fällt mal den Penner hier hinten. Das ist ein Auge. Hallo, welch wunderschöner Tag. Du siehst gar nicht gut aus, mein Freund. Ich dachte, ich wäre verflucht. Du verdammter... Ich verdammter was? Glaub bloß nicht. Was ist los? Sind dir die Fernsehweisheiten ausgegangen? Wenn ein Mann... nach Antworten sucht und er sich dabei wirklich Mühe. Oh, der war neu. Das Ende fand ich besonders gut. Ein Leben wie dieses ist eine Qual. Oh, ich bin sicher, du hast es verdient. Weißt du, Karma und so. Oh, mein Freund, geht es dir heute nicht gut? Das hat man davon, wenn man sich selbst verscheißert. Hast du heute noch was vor? Okay, ich bin schon weg. Hast du heute noch was vor? Tja, wenn ich mich in der halben Stunde noch so mies fühle, reiß ich mir wohl die Eingeweide raus. Wenn's nur ein bisschen hilft, dieses miese Gefühl loszuwerden. Ja, ich weiß nicht. Wenn's dir echt so übel geht, warum gehst du dann nicht einfach zum Arzt? Im Ernst? Nee, wollte nur mal sehen, wie du reagierst. Sehr lustig. Ich erwäge ernsthaft, mich in die Lava zu stürzen. Oh, komm schon, Mann. Mach das nicht. Du hast doch noch so viel, wofür es sich zu leben lohnt. Das kann ja nicht dein Ernst sein, oder? Da hast du recht. Sieh mal, die Welt geht den Bach runter und um ehrlich zu sein, bist du mir scheißegal. Ich hab zu tun. Wenn du mir nicht helfen willst, dann verpiss dich einfach. Oh, mein Freund, eigentlich hoffe ich ja, dass ich ihn irgendwie aufs Dach kriege. Oh, mein Freund, geht's dir heute nicht gut? Nicht so gut. Ich hab mich nie schlechter gefühlt. Ja, glaube ich dir. Das ist schlimmer als die Hölle. Ich würde alles nehmen, damit's mir besser geht. Ich glaub, du fühlst dich nicht besonders gut, oder? Du bist ja ein Blitzgescheiter. Weißt du, wenn ich du wäre, wäre ich nicht so frech. Du bist nicht in der Position, sich über jemand anders lustig zu machen. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, ich verrecke. Du siehst jetzt schon so ein bisschen verreckt aus. Ich bin nicht tot. Ich muss mich nur etwas aufrichten. Und ich muss mir neue Schuhe kaufen. Die Welt ist einfach nicht perfekt, mein Freund. Besonders heute. Wenn du mir hilfst, besorg ich dir den Ring zurück. Ja, klar. Glaubst du, ich bin so blöd? Du hattest die Chance, alles wieder gut zu machen, aber stattdessen hast du mir den Ring geklaut und mich unter Strom gesetzt. Also fick dich. Jeder hat das Recht auf falsche Entscheidungen. Aber was passiert, wenn... Wenn...
Mann, ehrlich, lass mich mit deiner billigen Fernsehphilosophie in Ruhe. Das hilft dir jetzt auch nicht weiter. Das hat man davon, wenn man sie nicht verscheißert. Okay. Das hat man davon, wenn man mich verscheißert. Ich hab dich nicht verscheißert. Der Ring ist einfach zu mir gekommen. Ja klar, wenn du einen astreinen Diebstahl mit deinen eigenen dreckigen Händen so nennen willst, du Business-Penner. Du verstehst nicht. Er gehört mir. Ja, und jetzt hast du ihn wieder verloren, fürchte ich. Weil du ihn mir weggenommen hast und ihn verloren hast. Wie auch immer. Ich habe jedenfalls daraus gelernt, dass man dir nicht vertrauen kann. Das und wenn man einem Penner eine elektrische Ladung verpasst, riecht er nach gegrillten Sardinen. Okay, bin schon weg. Okay, bin schon weg. Außerdem ist dein Körpergeruch seit dem letzten Mal noch schlimmer geworden. Was hast du denn erwartet? So, muss ich kurz was machen hier? Ich kotze auch gleich. Warst du da? So, ich geh mal wieder zur Straße raus. Also ehrlich gesagt, ich will nämlich gerade mal gucken da hier, wegen was ich machen soll. Lösung öffnen. Okay, dann schauen wir mal. Was müssen wir denn hier eigentlich machen? Oh, was haben wir denn da? Hey, Mary! Verzeihung. Ist das eine Gefängnisuniform, die du da anhast? Nö. Natürlich nicht. Ich mag halt Orange. Genau wie Vanilleeis. Ist das so? Ach, Mary. Ich würde sie doch nie anlügen. Kennen wir uns? Tja, nein. Also nicht besonders gut. Aber ich habe viel von Ihnen gehört. Wissen Sie, die Geschichte mit der Ente und... Hör auf. Daran will ich gar nicht erinnert werden. Dann mal Themawechsel. Also, wie lebt sich's denn so, Murray? Na, kann ich klagen. Ehrlich? Weil, wenn ich Sie wäre, wäre ich lieber nicht tot. Wie meinst du das? Tja, Sie sind, naja, tot, oder? Wie kommst du darauf? Siehst du nicht, dass ich hier bin und mit dir rede? Tja, vielleicht ist tot nicht der richtige Ausdruck. Wie wär's mit untot? Das ist das genaue Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast. Und klingt so sehr nach Zombie. Haben Sie heute schon in den Spiegel geschaut, Mary? Okay, okay. Ich weiß, meine Hautfarbe ist nicht mehr, was sie mal war. Aber das ist nur ein Hautproblem. Ich habe akute Dermatitis, glaube ich. Wollen Sie mich verscheißern? Hör zu, Junge. Ich kann nicht tot sein. Sag, was du willst. Aber ich habe noch eine Menge vor und noch eine Menge Würstchen zu grillen. Aber Murray, sehen Sie sich doch mal um. Die Welt geht zur Hölle. Das ist die verdammte Scheißapokalypse. Sehen Sie das denn nicht? Tja, heute ist wohl wärmer als sonst. Das gebe ich zu. Aber das würde ich nicht gerade als apokalyptisch bezeichnen. So schlimm ist es ja nicht. Das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Ich sagte, sehen Sie sich doch mal um. Alles liegt in Schutt und Asche. Überall Lavaströme. Sehen Sie das nicht? Glauben Sie, das ist normal? Du scheinst etwas erregt zu sein, Junge. Komm schon, entspann dich. Du stehst gerade unter Schock. Das ist alles. Sie sind derjenige, der hier unter Schock steht, Sie armer Irrer. Sag, was du willst, Junge. Ich weiß, dass ich lebe. Da gibt's keinen Zweifel. So, was genau machen Sie hier eigentlich? Was genau machen Sie hier eigentlich? Ich bewache den Eingang zur U-Bahn. Hier oben? Hatten Sie nicht mal ein niedliches kleines Büro da unten? Du sagst es, Junge. Ich hatte. Erst hat ein riesiger Globus alles in Trümmer gelegt. Und dann gab's einen kleinen Zwischenfall mit Lava. Ah ja, aha. Typische Montagsprobleme. Und finden Sie es nicht komisch, dass heute keiner auf der Straße ist? Ich meine,
Mal abgesehen von den ganzen Leichen. Im Ernst, lass das. Du wirst mich nicht überzeugen, dass das der Weltuntergang ist. Mann, Sie sind echt ein Starrkopf, was, Mary? Also, was meinen Sie denn? Was ist denn heute so die größte Neuigkeit in der Stadt? Tja, es gab eine Menge Probleme. Um 9.45 Uhr fing es an, Feuer zu regnen. Um 10.05 Uhr gab es ein Erdbeben, wo sich große Löcher im Boden auftaten. Und seitdem sehe ich überall diese Leichen. War wohl ein großes Erdbeben. Erdbeben? Tut mir leid, Mary, aber ich glaube nicht an Erdbeben oder Gnome. Ob du es glaubst oder nicht, das war ein Erdbeben. Also entspann dich. Und was ist mit dem ganzen Feuer? Was soll das mit Erdbeben zu tun haben? Sehe ich wie ein Seismologe aus? Ist wohl besser für uns beide, wenn ich nicht verrate, wie Sie in meinen Augen aussehen, Mary. Haben Sie Ihren alten Grill noch? Haben Sie Ihren alten Grill noch? Alt? Du wolltest wohl klassisch sagen. Wie auch immer, Mary. Ich kenne mich mit alten Grills nicht aus. Junge, jeder kennt den Barbecue-Matic 9000. Das ist die Mutter aller Grills. Ah ja, stimmt. Ich erinnere mich an die Werbung. Da hieß es, die würden eine 30-Megatonnen-Explosion überstehen. Nicht mal die AN602 könnte dem was anhaben. Und wo ist der? Wo soll er schon sein? In der Lava? Na, dann holen Sie ihn da raus, Mary. Sie sind ja schon tot. Ach, komm, Junge. Fange ich wieder damit an. Okay. Ehrlich, Mary. Sie sehen gar nicht gut aus. Was soll ich sagen, Junge? Ich fühle mich auch nicht so. Tja, so kann man es natürlich ausdrücken. Aber wenn Ihnen der Unterkiefer abfällt, dann sagen Sie Bescheid, ja? Okay, bin dann mal weg. Tja, dann... Ich bin weg. Gut, viel rumlaufen kann ich nicht hier. Weil, also ich kann eigentlich nur hier in der Nähe des Hauses bleiben. Weil die U-Bahn ja nicht verwendbar ist. Hier ging es auch nicht weiter rüber. Aber weil ich es nochmal nämlich geschaut habe hier bei der Lösung, die ich vorhin gelesen habe, wegen dem Kaugummi-Dings da in dem Zimmer von dem Mortimer. Holzscheit. Jetzt muss ich nur nochmal ganz kurz das hier verwenden. Drehfuß. Zeremonieller Dolch, ich hab ihn. Oh Mann, endlich. Sehr schön. Dann gehen wir nämlich mal weiter. Was müssen wir denn noch machen? Steige aufs Dach, der Tod mit seinem Bruder Hungersnot kriegt. Also ich hab's nämlich separat hier auf dem Tablet stehen. Sprich mit ihnen kurz, darauf der Boss. Handelt sich um Sally. Zwischen Sally verwandeln kann vier Brüder Mittagspause, jedoch kein Essen. So. Randalls Wohnungsstraße. Am Eingang zur U-Bahn steht der tote Mary. Haben wir gemacht. Der jedoch nicht wahrhaben will, dass... Er tot ist. Wende den Dolch auf ihn an. Bitte ihn dann... Achso, okay. Ist aber gut, dass wir gleich den Dolch geholt haben. Und wieder runter. Also wir müssen jetzt ihm zeigen, dass er definitiv tot ist. Weil wir, die wollen ja gegrilltes Menschenfleisch. Deshalb brauchen wir den Grill. Und tot. Tut mir echt leid, Mary. Was zum Geier? Ich musste das tun. Bist du vollkommen übergeschnappt? Regen Sie sich mal wieder ab. Was soll das heißen, ich soll mich abregen? Du hast mich abgestochen. Das stimmt. Bist du komplett irre? Okay, beruhigen Sie sich. Geht's wieder? Halt einfach die Klappe, du Wahnsinniger. Du wolltest mich umbringen. Okay, mal jetzt ganz in aller Ruhe. Hören Sie einfach mal kurz zu. Ich hab sie nicht umgebracht, verstehen Sie? Sie bluten nicht mal. War das ein Theaterdolch? Leider nein. Wie ist das denn möglich? Das versuche ich Ihnen ja die ganze Zeit zu erklären, Murray. Sie sind schon tot. Unmöglich. Oh doch. Was mache ich denn jetzt? Tja, das Showbusiness würde ich Ihnen nicht gerade empfehlen. Da behandelt man sie nur wie ein Zirkusfreak. Verdammt, das ist real. Das ist wirklich real. Es ist... Realität? Hat eine Weile gedauert. Aber so langsam sickert's durch. Also, was jetzt? Ich habe eine Menge wichtige Sachen, um die ich mich kümmern muss. Und das Wichtigste ist, dass ich ein paar Gentlemen auf meinem Dach ein Mittagessen besorge. Ein Mittagessen? Genau. Und ich könnte echt Ihren Grill brauchen. Junge, mein Grill ist in meinem Büro. Und mein Büro ist unter diesem Lavasee. Oh.
Wir sind erledigt. Ach, ist echt schade. Sie haben nicht zufällig Grillfleisch dabei, oder? Sie haben nicht zufällig Grillfleisch dabei, oder? Im Ernst? Wo soll ich denn bitte Grillfleisch hier haben? Stell dich immer so blöde Fragen. Oh, tut mir leid, dass ich den Weltuntergang aufhalten will. Indem du ein Mittagessen zusammenschusterst? Das ergibt keinen Sinn. Es sei denn, du hast vor, die apokalyptischen Reiter zu verköstigen. Ach, Murray. Sie haben ja keine Ahnung. Wir sind erledigt. Ich weiß nicht, Junge. Nenn mich ruhig skeptisch, aber ich glaube nicht, dass Mittagessen die Lösung für all das hier ist. Ja, deswegen bin ich der Protagonist und Sie spielen nur eine Nebenrolle. Wie bitte? Vergessen Sie es, mein beschränkter Freund. Hey, Vorsicht. Mein Körper mag ja am Verwesen sein, aber ich kann dir immer noch ganz gut einen auf die Mütze geben, ja? Okay, Murray. Immer mit der Ruhe. Ah, ist echt schade. Was denn? Der Grill da unten. Was für eine Verschwendung. Wissen Sie, in der Gebrauchsanweisung steht, dass der lavaresistent ist. Ich sag ja nur. Und was soll ich machen? Etwa da reintauchen? Tja, Sie sind ja schon tot. Ich meine, man kann doch nicht zweimal sterben. Also können Sie auch da runtergehen und ihn bergen. Ganz wie Sie wollen. Hey, Junge. Ich glaube, wir haben im Moment ganz andere Sorgen. Es ist nur ein Grill. Ach so, nur ein Grill. Sagen Sie, Murray, als Sie auf Hawaii waren und Würstchen so lang wie Babyarme aßen und von vollschlanken Hula-Mädchen mit Kakaobutter eingerieben wurden, war das nur ein stinknormales Barbecue? Ehrlich gesagt... Und als Sie im Vatikan waren und der Papst höchstpersönlich rüberkam und nach einem Steak fragte, das war sicher auch nur so ein ganz normales Barbecue, oder? Das ist doch nie... Und als sie von Aliens entführt wurden und sie fliehen konnten, indem sie sie mit ihrem treuen Barbecue-Medic 9000 erschlugen, war das da auch nur so ein Barbecue? Vermissen Sie denn den Schrotthaufen kein bisschen? Woher weißt du das mit den Aliens? Sie haben hier die Gelegenheit zum letzten Barbecue. Mitten während der Apokalypse. Ich rede vom buchstäblich jüngsten Gericht, Murray. Egal, müssen Sie selbst wissen. Sie können entweder hier bleiben und vergammeln oder Sie tun etwas Bedeutendes. Was ist bloß aus mir geworden? Ich schäme mich ja so. Ach, kommen Sie, nehmen Sie es nicht so schwer. Sie stehen so unter Druck und Sie haben eine Menge Haut eingebüßt. Also wussten Sie nicht, was Sie sagen. Na dann mal los, Muchacho. Was tot ist, kann niemals sterben. Los, Murray. Und blicken Sie nicht zurück. Ich habe das Gefühl, das war das letzte Gespräch, das ich mit dem edelsten Officer, den diese schreckliche Welt je gekannt hat, geführt habe. Ehrlich, ich weiß nicht, was ohne Murray aus dieser Stadt werden soll. Ich weiß nur, wir werden sie vermissen, Officer. Ich glaub's nicht! Sie haben's geschafft, Murray! Ich wundere, dass die Mütze nicht verbrennt. Mit Schürze. Hier ist Murray. Und jetzt fick mich von der anderen Seite. Murray, Sie sind jetzt ein sprechendes Skelett. Coole Sache. Verdammt richtig. Wie sieht's aus? Bereit für das jüngste Gericht? Hail to the King, Murray. Ziehen wir's durch. Wow. Bitte sehr, der Grill. Super Mittagessen. Tut mir leid, Hungersnot, aber du musst wohl mit den Augen schmausen. Hey, warte mal. Wo ist das Essen? Richtig, das Essen. Wir haben es dir deutlich gesagt. Wir essen nur Menschenfleisch. Und bring bloß keine vergammelte Leiche an, ja? Und wenn ich euch fragen dürfte... Wo bitte soll ich denn frisches Menschenfleisch auftreiben? Okay, okay, mir fällt schon was ein. So, erstmal müssen wir das hier mitnehmen. Und wir gehen wieder runter zum Penner. So, der will ja irgendwas, was ihm besser geht. Keine schlechte Idee, aber das wird lustiger, wenn er nicht merkt, dass es Rizinusöl ist. So, probieren wir es so. Ich kann dich einfach nicht so leiden sehen. Wenn du mich nur... verspotten willst, hau lieber ab. Okay, Kumpel. Hier, ein warmes Getränk. Gleich geht's dir besser. Ehrlich? Ja,
hat jedenfalls geholfen, als Morte meine tote Ratte gefressen hatte. Was? Jetzt halt dein Maul und trink! Das Gewürge geht mir langsam auf die Eier. Als hättest du eine Zombie-Big Ben verschluckt. Entweder du trinkst jetzt, oder ich schieb dich in die Lava. Was soll's sein? Wow, mir geht's echt besser. Das Ranzengrimmen ist weg. Und die Magenkrämpfe gleich mit. Aber, Junge. Du sagtest, das soll helfen. Und du sagtest, du wärst mein Orakel. Was? So, dann nehmen wir erstmal den Becher wieder. Weil ich soll nämlich... Ach Mann, ich will da nicht raus. Das wird nämlich so eklig mittlerweile. Ich soll nämlich mit dem Becher die Kotze aufsammeln. Ich nehme mir mal ein bisschen davon, okay? Dann reiche ich den Penner, der wird die ganze Zeit würgen. Nachdem mir einer... Okay, jetzt müssen wir wieder zurück in die Wohnung. Und müssen mit Matt reden. Weil den wollen wir ja verfüttern. So weit ist es also gekommen. Das Ende der Welt. Wer hätte das gedacht? So sieht's aus. Und trotzdem steigt auf dem Dach eine Party. Warte mal. Da ist eine Party auf dem Dach? Habe ich jedenfalls Leuten hören. Soll ein Riesending werden. Es gibt sogar ein Barbecue. Super, ich stehe voll auf Burger. Aber... Was aber? Ich habe den ganzen Tag noch nichts von Sally gehört. Sie hat das Telefon nicht an und das sieht ihr gar nicht ähnlich. Ich mache mir langsam Sorgen. Was, wenn die Typen vom Klamottenladen sie gekidnappt haben? Im Ernst? Darüber machst du dir Sorgen, dass die Typen vom Hochzeitsausstatter sie gekidnappt haben könnten? Ich krieg von solchen Läden echt schlechte Vibes mit. Ich dachte immer, da hängt irgendein gruseliger Alter im Keller rum, der nachts hochkommt und alle Kleider anprobiert. Wie auch immer. Ob du es glaubst oder nicht, aber ich hab Sally bei der Party gesehen. Ehrlich? Na komm, bei sowas würde ich dich doch nicht anlügen. Komm schon, Randall. Du hast mir mal erzählt, dass Sally in einem Müllcontainer steckt. Und ich hab fast einen Arm verloren, als ich sie da rausholen wollte. Stimmt. Ich kann immer noch nicht glauben, dass du darauf reingefallen bist. Aber stimmt das denn? Sally ist auf der Party? Ja, klar. Habe ich doch gesagt. Okay. Was ist los? Ich dachte, du wolltest sie sehen. Klar, aber die hängt doch sicher mit ihren Freundinnen ab. Und die kann ich nicht ausstehen. Die Bräute sind echt Furien. Entspann dich. Sie war allein da. Tja, vielleicht komme ich später mal vorbei. Mal sehen. Ja, deine Entscheidung. So. Alter, vergessen wir mal alles andere und machen richtig schön Party. Weiß nicht, Mann. Was läuft denn für Mucke? Ja, weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Ich würde sie als episch bezeichnen. Du weißt, dass ich mich langweile, wenn mir die Musik nicht gefällt. Und dann trinke ich mehr, als mir gut tut, und dann passieren komische Sachen. So wie mit Vesuvius, Matt. Wollen wir nochmal ein Vesuvius, Matt, Randall? Ich weiß nicht, ob dir der Sound gefällt, aber wir könnten uns trotzdem amüsieren. Ah, weiß nicht, Mann. Ich sehe es einfach nicht. Wenn mir die Musik zufällig gefällt, dann ja. Wenn nicht, bleibe ich wohl lieber hier auf deinem gemütlichen Sofa. Großartiger Plan. Okay. Und im Übrigen, da gibt's genug zu saufen, um selbst Jelzin ins Koma zu befördern. Oh, klingt gut, aber... Was aber? Du kennst mich, Randall. Ich hab Prinzipien. Ich kann nicht ohne was in der Hand uneingeladen zu einer Party gehen. Ich sollte wenigstens was zu trinken mitbringen, oder? Oh Gott, Matt Griffin redet über Prinzipien? Das muss wirklich der Weltuntergang sein. Einfach nur eine Frage des guten Benehmens, mein Freund. Benehmen? Okay, du verarschst mich nur. Komm schon, du weißt noch nicht mal, was das heißt. Ich mein's ernst, Randall. Ich gehe nicht auf die Party, wenn ich nichts zum Mitbringen habe. Okay. Ich schau mal, was sich machen lässt. Okay, ich sehe schon, du hast keinen Bock. Dann muss ich mir wohl einen anderen Rodney Dangerfield suchen. Komm schon, reg dich nicht auf. Man muss die Dinge eben richtig angehen. Und weißt du, ich fühle mich gerade nicht so richtig nach Party. Naja, deine Entscheidung. So, als allererstes müssen wir ihm die Kotze geben. Hey Alter, ich war mal zu frei und hab dein Glas voll gemacht. Also, gehen wir zu der Party? Das war doch der Plan, oder? Hast du mal wieder Wodka mit Wein gemischt? Nee,
Das ist ein ganz neues Rezept. Mein eigenes Spezialelixier. Mann, das riecht nach Kotze. Echt, als hätte eine verdammte Leiche seine vergammelnden Innereien hier reingespuckt. Ehrlich? Ja, Mann. Was so viel heißt wie, es haut richtig gut rein, oder? Aha. Na komm schon, wir machen uns auf die Socken, ja? Weiß nicht, Mann. Was für Musik läuft denn da? Ach, komm schon, ist doch egal. Du weißt, wenn mir der Sound nicht gefällt, fange ich an, Sachen rumzuschmeißen. Ach, verdammte Scheiße. So, das ist die Musik. Oh, nachdem wir draußen die apokalyptische Musik läuft, muss ich das Fenster aufmachen. Hey, warte mal. Kommt die Musik von der Party? Ja klar, ich sagte doch, die ist episch. Das ist ja total irre. Das klingt wie... wie der verdammte Scheiß-Weltuntergang. Ja, so ungefähr. Okay, die Musik ist schon mal krass, aber... Oh, was denn noch? Ja, yeah, Baby, los geht's, Mann. Rocken wir das Haus. Na, das gefällt mir schon besser. Das wird eine legendäre Party. Geht's los? Nach dir. So, jetzt wird er verfüttert. Attacke! Randall? Wo ist die Party? Naja. Nee. Ah, ich bin der schlechteste Freund der Weltgeschichte. Ja, einer der herzlosesten Menschen, denen wir je begegnet sind. Das geht etwas zu weit. Wir reden hier ja nicht über Attila, den Hunden oder Mutter Teresa. Die Frau war das personifizierte Böse. Ich hoffe, dass unsere Beziehung gefestigter ist, nachdem ich euch meinen besten Freund zum Fraß vorgeworfen habe. Ich dachte, du wolltest nur die Welt retten. Ja, genau das. Also was ist jetzt mit dem uralten Geheimnis, das alles wieder ins Lot bringt? Ich meine, ich habe ja meinen Teil eingehalten. Nicht so schnell, Junge. Es könnte immer noch schlimmer werden. Ach, kommt schon. Wie soll's denn noch schlimmer werden? Wie sieht's mit den Krabblern aus? Den was? Den Krabblern aus der Tiefe. Die Dinger sind echt unangenehm. Was ist mit denen? Was mit denen ist? Tja, du wirst Tausende von ihnen töten müssen, wenn du die Welt retten willst. Oh, was meinst du mit töten? Töten, killen, exterminieren. Nenn's, wie du willst, aber du musst all deine Erfahrung, Waffen und Munition einsetzen, die du während deines Abenteuers gesammelt hast, wenn du auch nur den Hauch einer Chance haben willst. Krabbler kennen keine Gnade. Waffen! Und noch eins. Wenn du noch EXP-Punkte hast, solltest du sie jetzt einsetzen. Was? Übrigens, wenn ich du wäre, würde ich Auto-Target aktivieren. Die Teile sind echt flink. Es reicht jetzt. Wovon zum Geier redet ihr? Halt die Klappe, Hungersnot. Na klar hat er die Socke mitgenommen. Wer wäre denn auch so blöd und würde die liegen lassen? Was für eine Socke? Um den zukünftigen Fortbestand der Zivilisation willen. Sag, dass du die Socke unter deinem Bett eingesammelt hast. Unter meinem Bett war eine Socke? Ja, dann verabschiede dich mal von deiner Existenz. Ohne Socke geht gar nichts. Wenn die so wichtig ist, warum kann ich sie nicht einfach jetzt noch holen? Jetzt ist zu spät. Keine Zeit mehr. Ja, der Mensch ist ganz schön blöde. Das wissen wir doch schon. Aber was haben denn die ganzen Krabbler mit meinen Socken zu tun? Alles ist mit allem verbunden. Hast du nie Butterfly-Effekt gesehen? Wenn du die Socke mitgenommen hättest... hätten die Krabbler die Stadt übernommen. Kannst du dir das vorstellen? Du würdest mit einem Sturmgewehr, mit Granatwerfer und Kettensäge rumlaufen. Und du hättest Double-Jump-Skills. Double-Jump? Ja, Double-Jump. Und Deckung in der Wand. Und wofür bräuchte ich diese unglaublichen Skills? Hast du nicht zugehört? Um mit den verdammten Krabblern fertig zu werden. Ja, aber ich habe die Socke nicht mitgenommen. Also, was passiert jetzt? Wir haben's ja gesagt. Ohne Socke besteht keine Hoffnung. Aber es gibt auch keine Krabbler, oder? Genau. Tja, dann, Problem gelöst. Randall 1, Krabbler 0. So einfach ist das nicht. Du hast die einzige Chance verpasst, aus diesem Adventure mehr zu machen, als einfach rumzulaufen, mit Leuten zu reden und Sachen zu klauen. Ich rede von Kriegsmaschinerie, von der Attacke aus dem Schützenloch in einem Hagel von Geschossen, vom Drücken des Abzugs, bis der Finger anfängt.
Also quasi alles, was das Herz begehrt. Okay, gut. Ich hab die Scheißsocke aber nicht mitgenommen. Schade, dass ich jetzt die Krabbler verpasse. Können wir uns jetzt wieder um das Wesentliche kümmern, ja? Die Welt geht zur Hölle und mir ist gerade nicht nach Waffen abfeuern und rumspringen und so einer Scheiße. Double Jump! Wie auch immer. Okay, das reicht jetzt. Wir haben dem Jungen unser Wort gegeben. Jetzt müssen wir es auch halten. Aber wenn der Boss das rausfindet, rüstet sie unsere Eier. Die hat uns eh schon am Arsch. Was denkst du, Hungersnot? Stimmt. Dann sind wir uns alle einig. Also, was jetzt? Geh mal ein Stück zurück. Wir öffnen das Portal. Wir sollten das benutzen. Also sei vorsichtig, Meister. Da rein! Ihr glaubt, dass ich da reingehe? Auf keinen Fall. Da werde ich sicher desintegriert oder so. Habt ihr nicht auch noch mehr Hunger? Dieser Freund von ihm war ja nicht mehr als Haut und Knochen. Okay, okay, ich gehe ja schon. Man muss dazu sagen, ich habe wirklich versucht, damals die Socke mitzunehmen. Also von deren Sicht. So, ab im Portal. Ich glaube, ich werde an die Anfänge zurückgebracht. Ich glaub's nicht. Ich bin noch ganz. Randall Hicks, ehemaliger Zeitsklave. Im Moment interdimensionaler blinder Passagier und ab sofort Raumzeitgestrandeter. Was? Alles hat ein Vorher und ein Nachher. Alles hat einen Anfang und ein Ende. Unsere Geschichte, so wie viele andere Dinge auch, endet genau da, wo sie begann. Entschuldigung, was ist heute für ein Tag? Heute ist der Tag, an dem du eine zweite Chance erhältst. Die Chance, nach der du dich so lange gesehnt hast und für die du gekämpft hast. Der Ort? Eine Bar. Der Tag? Sonntag. Die Zeit? Etwas früher, als diese Geschichte ihren Anfang nahm. Wow, Sie wissen ja offensichtlich, wovon Sie reden. Wer sind Sie denn, wenn man fragen darf? Niemand von Belang. Nur ein Bühnenarbeiter im Schatten. Jemand, der sich hinter den Kulissen wohler fühlt. Ein Dramaturg, der seine Zeit an der Tastatur verbringt. Ich bin der Erzähler. Aber du kannst mich Rod nennen, wenn du willst. Wissen Sie, Rod, Sie erinnern mich an diesen obdachlosen Stalker. Der fuhr auch so aufs Mystische ab. Aber dann haben wir uns zerstritten, obwohl... So unter uns? Ich weiß nicht, ob es an dem Anzug oder an der Zigarre liegt. Aber ihr zwei seid echt nicht vergleichbar. Sie sind mehr so der klassische, elegante Typ. Absolut. Danke, Randall Hicks. Nun erfülle deine Bestimmung. Und hier, nimm das. Das wird dir nützlich sein, egal wo du hingehst. Oh, ein Schnauzer. Oh, dann gehen wir da rein. Okay, da ist mein anderes Ich. Wäre wohl besser, wenn der mich nicht erkennt. Ich glaube, ein Selbstgespräch wäre wohl jetzt das Vernünftigste. So komisch das klingen mag. Guten Abend, der Herr. Ich hätte da ein paar Fragen, wenn es keine Umstände macht. Oi! Was glaubst du, was du da tust? Ich wollte nur mein anderes Ich davon überzeugen, dass es keine gute Idee ist, Metz Ring zu behalten und... Das geht nicht. Da musst du dir was anderes einfallen lassen. Selbstgespräche sind hier keine Option, okay? Da könntest du mal wieder das Raum-Zeit-Kontinuum aus dem Gleichgewicht bringen. Das ist zu riskant. Eine falsche Aktion und bumm! China dem Erdboden gleichgemacht. Ja, das passierte 54 schon mal. Wisst ihr noch? Ja, ich erinnere mich. Und du weißt auch noch, was wir durchmachen mussten, um alles wieder gerade zu biegen? Deswegen lassen wir nicht zu, dass sowas nochmal passiert. Aber gar nichts, Junge. Du kannst mit dir selbst nicht interagieren. Du musst einen anderen Weg finden, deinen Doppelgänger loszuwerden. Und weißt du was? Den Schnauzbart solltest du auch dran lassen. Er hat recht. Gib dich einfach als jemand anders aus.
Zwei Randalls an ein und demselben Ort könnte verdächtig wirken. In Ordnung. So, was müssen wir jetzt machen? Sprechen wir mal mit Elaine. Na, sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Entschuldigung, kennen wir uns? Tja, Ich kenne dich aus meinen Träumen. Ich kenne dich aus meinen Träumen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich halte mich von widerlichen Gegenden fern. Das war fies, aber gut gekontert. Danke. Willst du was bestellen? Oder starrst du nur weiter auf meine Brüste? Oh, tut mir leid. Aber ich dachte eigentlich, dass deine Brüste mich anstarren. Ja, der war gut. Also, nenn mich misstrauisch. Aber du siehst aus, als kämst du gerade aus dem Knast. Was? Auf keinen Fall. Sicher? Tja, wenn du einen Drink willst, zeig mir mal dein Bares. Mein Bares? Ich wusste es. Sieht das hier für dich wie die Wohlfahrt aus? Tja, nee, dann wären hier sicher viel mehr Kinder drin. Ich möchte mich für mein Verhalten entschuldigen, also ich schäme mich sehr. Ich möchte mich für mein Verhalten entschuldigen. Ich schäme mich sehr. Ach, jetzt kommt also die sensible Nummer, ja? Nein, nein, ganz und gar nicht. Ich will mich wirklich entschuldigen. Ich bin da wohl etwas zu weit gegangen. Okay, Entschuldigung angenommen. Jetzt lass mich allein, ich habe Besseres zu tun. Ja, klar. Kann ich bitte ein Bier haben? Geht das schon wieder los? Hast du Geld? Tja, Kein Geld, kein Alk. So läuft das in der Bar. Und jetzt raus. Ich weiß, das geht mir nichts an, aber der Typ erzählt Sachen über dich. Wer? Na, dieser Wichser da an der Bar. Randall? Und was genau hat er gesagt? Tja. Er sagt, dein Körper sei ein Märchenland und er hätte schon alle Gipfel erklommen. Er sagte, dass ihr zwei schon 3 Jahre eine geheime Affäre habt. Er sagt, dass es dich wild macht, wenn man an dein Ohrläppchen knabbert. Er sagt, ihr zwei habt eine magische Nacht in einer Hütte seines Onkels miteinander verbracht. Machen wir das Erste. Er sagte, dein Körper sei ein Märchenland und er hätte schon alle Gipfel erklommen. 2 Mal. Er hat was gesagt? Ja, ich habe nicht nach mehr Details gefragt, weil ich ja kein Perversling bin. Aber wer weiß, was der sonst noch alles rumerzählt. Entschuldige mich mal kurz. Was ist denn bei dir kaputt, Randall? Hey, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Ich weiß, was du rumerzählst. Was? Dass Sharknado gar nicht so schlecht ist, wie die meisten glauben? Hör zu. Du hast schon so einiges abgezogen, seit ich dich kenne, und ich habe immer ein Auge zugedrückt. Aber diesmal hast du es zu weit getrieben, Randall. Ich weiß nicht, wovon du überhaupt redest. Was habe ich gemacht? Na, du läufst rum und erzählst Leuten, wir wären zusammen. Was? Du hast schon richtig verstanden. Ich habe es gerade erfahren und ich find's nicht witzig. Willst du dir ein lebenslanges Lokalverbot einhandeln oder was? Ich weiß nicht, wo du das her hast, aber ich erzähle schon nicht mehr, dass wir zusammen sind, seit du mir den Drink spendiert hast. Du weißt schon, der sich dann als Batteriesäure rausgestellt hat. Ich hoffe, du lügst mich nicht an. Elaine, ich schwöre, das muss ein Missverständnis sein. Okay, dann ist ja gut. So, darauf habe ich nämlich abgesehen. So, dann schauen wir mal ganz kurz rein in das Ding, wenn wir wissen, ob da... Mein Geldbeutel. Okay, da ist nichts drin, ne? Sprechen wir mit dir. Entschuldige, Elaine. Kann ich ein Bier haben? Kann ich bitte ein Bier haben? Ich sagte bereits, kein Geld, kein Alk. Ich habe gerade zufällig meinen Geldbeutel gefunden. Okay, ein Bier also. Ja, aber nicht für mich, sondern den Gentleman an der Bar. Randall? Ja, ich hatte den verwechselt, als ich sagte, der hat über dich geredet. Jetzt will ich mich bei ihm entschuldigen. Mach ihm doch bitte ein großes, ja? Wie auch immer, ist ja dein Geld. Für mich? Von dem Typen mit dem falschen Bart. Hey, zu einem Freibier sage ich nie nein. Hoffe bloß, dass der nicht irgendwelche Gefallen im Gegenzug verlangt, wenn du verstehst. Ah, der geht jetzt aufs Klo hoch. Super, den bin ich los. Jetzt muss ich nur noch seinen Platz einnehmen und auf Matt und Sally warten. Ich muss alles tun, um die Vergangenheit zu verändern. Schritt 1, Matt davon abhalten, sich zu betrinken. Schritt 2, ein Date mit Elaine schleichen. Schritt 3... Hey, du, was hast du vor? Ich? Nichts. Bist ein schlechter Lügner, Kumpel. Glaubst du, ich könnte in diese wunderschönen Augen blicken und einfach skrupellos lügen?
Das würde ich nicht fertigbringen. Ach, wirklich? Meine Augen sind circa 20 Zentimeter weiter oben. Entschuldigung. Kann nichts dagegen machen. So, jetzt kommt er auch schon wieder. Verdammt, er ist schon zurück. Ich muss ihn etwas länger in der Toilette festhalten. Entschuldige, Elaine? Noch ein Bier. Stell doch diesem Randall noch ein Bier von mir hin, ja? Klar, solange du zahlst. Kannst du ja wenigstens mal Danke sagen, Junge. Also eins, was mir jetzt an dem Finale langsam von dem Spiel stört, ist, es zieht sich mit unheimlich langen Dialogen hin. Also ich sitze teilweise wirklich nur minutenlang da und mache gar nichts, weil ich nur Dialoge hier anhöre. Den folgen wir jetzt mal und hauen wir auf den Kopf. Charlie ist da, guck hin. Was ist los, Charlie? Hast du gerade erfahren, dass Alf in Wirklichkeit ein Zwerg in einem Kostüm war? Wer zum Geier bist du? Lass mich in Ruhe. Was ist denn los mit dir? Kennst du deinen alten Freund Randall nicht mehr? Und warum bist du so komisch rausgeputzt? Du siehst wie Joaquin Phoenix in Her aus. Egal, das hier ist ernst, okay? Ich bin so dicht und so sauer. Ich flipp gleich aus. Mal langsam, Kumpel. Du machst einem ja Angst. Was ist denn passiert? Diese Wonder Comics Bastarde. Die haben Captain Red abgesetzt. Nach 35 Jahren. Ich weiß gar nicht, was die geritten hat. Er ist der beste Superheld aller Zeiten. Ja, weiß nicht. Ich fand ihn immer irgendwie lahm. Was? Hat mir nie eingeleuchtet, wie der seine Superkräfte erlangt hat. Ein radioaktives Fass in einem Paintball-Match. Ich meine, geht's noch? Aber mir gefiel Mooseman. Du weißt schon, der Typ, der Schokoladenmus aus seinen Händen verschoss. Mooseman, oder? Der war cool. Ja, eine geile Ära. Mit das Beste von Mr. Miller. Puh. Wenn ich den Typen erwische, der das zu verantworten hat, dann quetsche ich eigenhändig langsam das Leben aus ihm raus. Tja, euch Fans muss man aber auch die Schuld geben. Ich meine, ihr habt nicht gerade hinter ihm gestanden. Das waren nicht seine echten Fans. Die Typen sind erst eingestiegen, als vor 2 Jahren der Film rauskam. Aber jetzt, wo der Neuheitsfaktor weggefallen ist, mögen sie plötzlich Captain Red nicht mehr. Ich hasse diese Parasiten. So ist halt das Leben, Charlie. Es gibt einen Anfang und ein Ende. Für alles. Ach, Bullshit. Es gibt Sendungen, die laufen schon seit 70 Jahren. Ja, die sind aber auch gut. Jeden Tag sterben Leute, Randall. Erzähl das mal, Matt. Okay, hast du auf heute Abend irgendwas Irres vor? Weißt du, dass da gerade eben der Herausgeber von Wonder Comics das Pissbecken benutzt hat? Warum schreibst du nicht an Wonder Comics? Du hattest doch eine Menge Ideen. Hast du heute Abend irgendwas Irres vor? Was versteht ein Randall Hicks unter Irre? Ein Waisenhaus niederbrennen? Ein Zeppelin hochjagen? Hey, das mit dem Zeppelin war Matts Idee. Außerdem hatten die das verdient. Der Zeppelin hat uns die ganze Zeit provoziert. Egal. Ich will in meinem Schmerz alleine sein. Also, wenn's dir nichts ausmacht... Warum schreibst du nicht einfach an Wonder Comics? Du hattest doch eine Menge Ideen, wie es weitergehen könnte, oder? Glaubst du, ich habe das nicht schon längst versucht? Ich habe meine Ideen schon jahrelang eingebracht und die haben nicht eine einzige davon verwendet. Ach echt? Was ist mit der, wo die Typen Captain Red entführen und ihn einer Geschlechtsumwandlung unterziehen? Die Story hast du mir im College erzählt und ich fand die echt cool. Ja, die schrieben mir zurück, dass das Skript nicht richtig zu Captain Red passte. Zu viel explizite Bilder, meinten die. Glaubst du das? Captain Red ist für Erwachsene, wo es auch mal um Erwachsenenkram geht. Das ist doch kein Garfield-Comic. Ja, dann sind sie wirklich selbst schuld. Absolut. Okay. Dann lasse ich dich mal mit deinem Schmerz allein. Gute Entscheidung, glaub mir. Ich bin heute gefährlich drauf. Das klang etwas... naja. Hau ab! So, jetzt muss ich wieder runtergehen, weil der Randall schon wieder abgehauen ist. Komm, Maus. Nochmal ein Bier geben. Entschuldige, Elaine? Noch ein Bier? Stell doch diesem Randall noch ein Bier. Klar. So. Okay, weil der ist früher gegangen, weil eigentlich soll nämlich der Kollege da oben ihn da hier aufhalten. Okay, komm, trink. Schön trinken. Das gelbe Pisswasser. Sieht echt sehr gelb aus. Boah. Du hast den kalten Rücken. Und was ich mal nicht verstehe, wir sind ja zurück in die Vergangenheit. Und in der Vergangenheit, wo das eigentlich spielen soll, sah Elaine nicht so gut aus. Da hatte sie ja krumme Zähne gehabt. Deswegen wundert mich das ein bisschen.
Okay, jetzt nochmal sprechen und das soll den... Sorry, dass ich nochmal störe, Charlie. Weißt du, genau. Weißt du, dass gerade eben der Herausgeber von Wonder Comics das Pissbecken benutzt hat? Machst du Witze? Das ist nicht komisch, Mann. Mann, ich mein's ernst. Der kam rein und sagte, fuck Captain Red. Und dann hat er losgeschifft. Du meinst der Chefredakteur? Redest du von Connor McCarthy? Eben der. Der kam rein und sagte, fuck Captain Red. Und dann sagt er, ich bin Connor McCarthy. Ich glaub's nicht. Der traut sich was, seine Visage hier zu zeigen, nach dem, was er sich geleistet hat. Du solltest ihn einfach loswerden, weißt du? Ihn einfach umhauen oder so. Der sah nicht nach viel aus. Mit dem wirst du fertig. Ich leg das Arschloch um. Was? Ich bring ihn um. Nein, nein, das wird doch nicht nötig sein. Du musst ihm nur etwas Angst einjagen. Aha. Ach komm schon, Mann, das ist ein bisschen zu extrem. Charlie, nein! Stirb! Oh, heilige Scheiße! Stirb! Ah! Ah! Oh! Ah! 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 Stirb! Ah! Was? Okay, Alter. Das war grotesk. Mentale Notiz, nie wieder Charlie auf die Eier gehen. Der Typ ist ein absoluter Psycho. Ekelhaft. Lieber nicht. Sieht man irgendwie original. Das ist ein Pissbecken, aber die Leute nehmen wohl eh lieber den Fußboden. Okay. Zumindest ist der echte Randall jetzt weg, das heißt, wir können jetzt seinen Platz einnehmen. Kann ich irgendwie den Bart wieder abmachen? Nö, ne? Geh hinaus in die Gasse. Ich glaube, muss die Klamotten. Vor allem, wie ist er jetzt in die Gasse gekommen? Hey! Man sieht ja kaum die Schnittwunden und das Blut. Cool. So, Schuhe, das ist die Klamotten von mir auf jeden Fall. Jetzt geht's wieder rein. Randall, wir sind da. Ah, genau zur rechten Zeit. Und wir wollen saufen bis zum Umfallen. Na klar, Süßer. Hey, Sally. Hi, Randall. Du machst doch heute Abend keinen Quatsch, oder? Kennst mich ja. Ich stehe auf Quatsch. Wer tut das nicht? Na komm, setz dich. Hier wartet ein schönes, kaltes Bier auf dich. Tja, da sind wir also alle mal wieder beisammen. Ja. In der Tat. Hey, was ist los? Ich verspüre Spannung in der Luft. Wovon redest du? Komm schon, hol dir noch ein Bier. Du kannst ja nicht mit einem leeren Glas anstoßen, oder? Du kannst es ja scheinbar kaum erwarten, dass Matt sich abschießt, Sally. Sollte uns das zu denken geben? Was? Kann man denn als Verlobte nicht wollen, dass sich der Liebste an seinem Junggesellenabend amüsiert? Eben. Das ist dein Problem, Mann. Ja, jetzt, wo du es sagst. Ah, stimmt ja. Liebling, bestell dir einen Doppelbock. Gute Idee. Nein. Nein? Randall Hicks sagt Nein zu Alkohol? Wer bist du und was hast du mit dem echten Randall angestellt? Weißt du, wir haben in letzter Zeit sehr viel getrunken. Wir sollten es mal etwas langsamer angehen. Das glaube ich nicht. Du trinkst jeden Tag ohne den geringsten Grund. Und genau heute willst du nicht, obwohl wir so viel zu feiern haben? Mann, du bist mein bester Freund, deswegen bist du hier. Aber wir machen bei meiner Hochzeitssause nicht einen auf anonyme Alkoholiker. Ah! Das war mein Bein. Aber natürlich nicht, Süßer. Mach dir keine Sorgen. Hol dir ein Bier, ich bleib mit Randall hier. Okay, bin gleich wieder da. Bringt euch bitte nicht gegenseitig um, ja? Ja, sehr lustig, Süßer. Du verdammtes Stück Scheiße, was zum Geier sollte das werden? Ich will die Scheißwelt retten, das sollte das werden. Sieh doch ein, dass das nichts bringt. Die Welt ist schon von Anfang an zum Untergang verurteilt. Mit dem einzigen Unterschied, dass ich
diesmal die Königin der Unterwelt sein werde. Und das wirst du mir nicht versauen, hörst du? Laut und deutlich, aber weißt du was? Da hast du dich mit dem Falschen angelegt. Oh, oh, ich hab so eine Angst. Sag mal, Superman, was willst du dagegen unternehmen? Oh, ich werde dich den Tag verfluchen lassen, an dem du mir das erste Mal begegnet bist. Und glaub mir, das kann ich richtig gut. Ach ja? Und wie willst du das anstellen? Weiß ich noch nicht, aber eins weiß ich. Ich mach dich fertig. Du hast keine Ahnung, mit wem du dich anlegst, Arschgesicht. Hey, benimm dich und mach bloß nichts Falsches. Ich warne dich. Ja, das werden wir sehen. So, ich habe vor allem deswegen die Lösung hier, weil es wirklich darum geht, die richtigen Dialog zu führen. Hi Leute, bin wieder da. Ich habe eine Idee. Warum trinken wir nicht einfach irrsinnige Mengen Alkohol, um zu feiern, dass bald 66,6% der Leute hier am Tisch verheiratet sein werden? Gibt's was Besseres, um irgendwas zu feiern? Ach, ich wusste schon, warum ich mich für dich entschieden habe. Also Randall, wie läuft's mit dir und deinem Mitbewohner? Ja, genau. Ist der inzwischen mal aus seinem Zimmer gekommen, oder was? Nee, er steckt schon seit Monaten in seinem Loch. Ich weiß nicht mal mehr, wie er aussieht. Kommt er nicht wenigstens mal zum Pinkeln raus? Ich glaube, deswegen hat er die ganzen Eimer. Der ist sicher schon tot. Ja, der grummelt immer, wenn er sich... Warte mal, das hatte ich doch schon mal. Ich muss was unternehmen und zwar schnell. Wie war das, Kumpel? Ja, jetzt wo du es sagst... Deine Freundin ist ein Scheißdämon, der die Welt zerstören will. Hey! Mann, was soll das heißen? Zeig dich, oh Hure Babylons! Wow! Das hatte ich nicht erwartet. Das habt ihr gerade gemacht, oder? Was um alles in der Welt machst du? Ich improvisiere, weißt du? Tja, das hast du richtig schön in die Scheiße geritten. Wie kommst du nur auf Hure Babylons? Das ist die Braut deines besten Freundes? Oh, er wird mir niemals die Sache mit dem Robotaschenrechner verzeihen, oder? Wir waren nur Kinder. Was hat das mit allem zu tun? Es ist seine Verlobte. Glaubst du nicht, dass es da etwas zu weit geht, sie so zu nennen? Du hast ihr sogar dein Bier übergekippt. Was hast du denn geglaubt? Dass sie die böse Hexe des Westens ist? Jetzt, wo ich drüber nachdenke, in meinem Kopf klang es besser. Du musstest doch nur deinen Freund davon überzeugen, dass er sich nicht betrinkt. War das denn so schwer? Oh Mann, da kennt ihr Matt aber schlecht. Egal, wir können das nicht so stehen lassen. Ehrlich? Ihr wollt mir nochmal helfen? Nun, wir müssen nur das Gespräch etwas zurückspulen. Aber bitte versau's nicht schon wieder. Okay. Yes, Sir. Also, wie spult man das Gespräch zurück? Hungersnot wird dir sagen, was du machen musst. Okay. Ich... Ist das ein Rätsel oder so? Wovon redest du? Tu einfach, was er sagt. Aber... Aber was? Komm schon, verschwende nicht unsere Zeit. Mann, du hast aber eine lange Leitung. Wir machen doch nur Spaß. Glaubst du echt, die Geräusche haben irgendetwas zu bedeuten? Der Idiot hat noch nicht mal einen Unterkiefer. Aber... Niemand versteht ihn. Nicht mal wir. Aber es ist witzig, so zu tun, als ob. Kann man die Leute gut verarschen mit? Okay, das reicht jetzt. Wir schicken dich an den Anfang zurück. Versuch es diesmal nicht zu versauen, okay? Ich versuch's. Hey, benimm dich und mach bloß nichts Falsches. Ich warne dich. Ja, das werden wir sehen. So. Ich bin mal gespannt. Hi Leute, bin wieder da. Ich hab 'ne Idee. Warum trinken wir nicht einfach irrsinnige Mengen Alkohol, um zu feiern, dass bald 66,6% der Leute hier am Tisch verheiratet sein werden? Gibt's was Besseres, um irgendwas zu feiern? Ach, ich wusste schon, warum ich mich für dich entschieden habe. Also Randall, wie läuft's mit dir und deinem Mitbewohner? Ja genau, ist der inzwischen mal aus seinem Zimmer gekommen oder was? Nee, der steckt schon seit Monaten in seinem Loch.
Ich weiß nicht mal mehr, wie er aussieht. Oh, kommt er nicht wenigstens mal zum Pinkeln raus? Ich glaube, deswegen hat er die ganzen Eimer. Der ist sicher schon tot. Ja, der grummelt immer, wenn er sich... Warte mal, das hatte ich doch schon mal. Ich muss was unternehmen, und zwar schnell. Wie war das, Kumpel? Ja, jetzt, wo du es sagst. So. Hey, erinnerst du dich noch an die Zeiten, wo wir Spaß hatten, ohne zu trinken? Sind wir nicht langsam aus dem Alter raus, uns zu betrinken und bis wir umfallen? Jemand Bock auf Go-Kart fahren? Also, ist nämlich, also ich habe hier den Dialog vor mir, den ich führen muss. Deswegen werde ich das nehmen, weil das andere nämlich falsch ist. Da wird nämlich was Negatives passieren. Was heißt Negatives passieren? Es wird mich nicht dahin führen, wo ich hin will. Sagen wir mal so. Also, Sally, mich würde rasend interessieren, was du so in letzter Zeit getrieben hast. Also, weißt du... Tatsächlich weiß ich das nicht. Tja, ich war mit den Vorbereitungen für die Hochzeit beschäftigt. Du weißt ja. Natürlich. Was ist hier eigentlich los? Ihr benehmt euch ziemlich merkwürdig. Nichts. Randall hatte nur gefragt, weißt du, wegen der Hochzeit... Ja, aber warum druckst du denn so rum? Ja, warum druckst du so rum, Sally? Du bist doch nicht etwa von einem Dämon besessen, oder? Ach, Randall, du bist urkomisch. Ich bin wirklich komisch, oder? Weißt du, ich habe schon überlegt, ob ich Comedian werden sollte. Ehrlich? Tja, wir werden dir alle Unterstützung geben. Aber wir sollten im Hinterkopf behalten, dass nicht jeder deinen Sinn für Humor hat, weißt du? Das musst du bedenken. Liebling, du machst es schon wieder. Was denn? Diese komischen Pausen. Oh, weißt du, es ist so langweilig, über Randall zu reden. Meinst du nicht auch? Hey! Tut mir leid, aber so ist das nun mal. Bestellen wir noch eine Runde, okay? Siehste, klingt doch schon besser. Okay, erinnerst du dich noch an die Zeiten, wo wir noch ohne zu trinken Spaß hatten ohne zu trinken? Hey, erinnerst du dich noch an die Zeiten, wo wir Spaß hatten ohne zu trinken? Eigentlich nicht. Wann soll das gewesen sein? Als wir noch Kinder waren. Sehr kleine Kinder, weil ihr zwei habt ganz schön früh angefangen zu saufen. Egal, wenigstens hatten wir damals noch unsere Gesundheit. Randall, das meinst du doch nicht im Ernst. Du hast mal Sekundenkleber in Matts Augentropfen getan und er ist fast blind geworden. Also fang hier nicht mit Gesundheit an. Nur fürs Protokoll, das mit den Tropfen war Notwehr. Da hat er recht. Ich hatte das verdient. Okay. Ziemlich langsam aus dem Alter raus. Genau. Sind wir nicht langsam aus dem Alter raus, uns zu betrinken, bis wir umfallen? Aus dem Alter raus? Okay, na und? Wollen wir jetzt in den Park gehen, Enten füttern? Das würde ich zu gerne sehen. Ich sag ja nur, dass Trinken ohne Selbstkontrolle gefährlich ist. Einmal bin ich auf einem Boot nach Samoa aufgewacht und weiß bis heute nicht, was da passiert ist. Oh ja. Weißt du, ich glaube, ich hatte dich für frisches Obst eingetauscht oder so. Du hattest sicher auch einen guten Grund, das zu tun, mein Freund. Aber ich meine, wir sollten einfach mal erwachsen werden und Verantwortung für unser Handeln übernehmen. Meint ihr nicht auch? Bist du sicher, dass du Randall bist? Mann, ich mein's ernst. Wir sind erwachsen und vor allem du. Du wirst vielleicht sogar bald Vater, Matt. Lass das Thema mal stecken. Wir haben echt Schwierigkeiten, uns auf einen Namen zu einigen. Echt? Was habt ihr denn schon für eine Auswahl? Bitte, reden wir einfach über was... Wenn's ein Mädchen wird, Leia oder Wonder Woman? Und wenn's ein Junge wird... Warte mal. Hast du Wonder Woman gesagt? Klar, warum nicht? Das oder She-Hulk? Aber weißt du, She-Hulk ist ein bisschen lahmarschig. Und Sally will sie nicht Buffy die Vampirjägerin nennen. Weil das keinen Sinn ergibt, Matt. Soll der Zweitname unserer Tochter wirklich die Vampirjägerin sein? Sally, wir hatten das schon und du hast gewonnen. She-Hulk und die Vampirjägerin sind vom Tisch. Also entspann dich. Tja, dann kannst du auch Wonder Woman streichen. Dann will ich Silk Spectre wieder aufnehmen. Matt, denk doch mal eine Minute drüber nach. Willst du wirklich die Schaukel anschubsen und dabei deine Tochter Silk Spectre nennen? Im Ernst? Stimmt. Spectre ist nicht sehr feminin. Aber es gibt ja immer noch Leia. Komm schon, Leia ist ein schöner Name. Tja, der am wenigsten hässliche, den du bisher vorgeschlagen hast. Das stimmt. Okay, und wenn's ein Junge ist? Oh, mir gefällt Scott. Wir könnten ihn Scotty nennen. Bist du verrückt? Mein Sohn wird nicht den menschlichen Namen von Cyclops tragen. Na sicher, weil Ding aus dem Sumpf eine bessere Idee ist. Halt, halt, halt! Hey! Hast du mein Tagebuch gelesen? So langsam nimmt es ja Fahrt auf.
Warte mal, geht's darum? Du willst uns zum Streiten bringen? Was? Ich wollte nur wissen, wie ihr eure Kinder nennen wollt. Das ist alles. Klar. Du weißt ganz genau, dass wir Schwierigkeiten haben, Namen zu finden, die uns beiden gefallen. Ach komm schon, Sally. Ich war nur neugierig. Wenn jetzt irgendjemand uns hören würde, der könnte meinen, dass wir uns beide um Matts Zuneigung streiten. Und das wäre ja wohl komplett aus der Luft gegriffen, oder? Natürlich wär's das. Außerdem bin ich Matts Braut. Ich kann Dinge für ihn tun, die du nicht kannst. Klar, schmutzige Dinge. Verstehe. Ich glaube, die Schlacht habe ich gewonnen. Was? Ich sagte, genießen wir den Abend. Jemanden Schnaps? Oh, da hast du aber meine Gedanken gelesen, Süße. Ja. So, 30 Minuten später. Okay, ich habe einen. Würdet ihr lieber eine Nacht in einem Spukhaus verbringen, aus dem noch nie jemand lebend wieder rausgekommen ist? Oder einen Tag in Pee-wees Playhouse, während Pee-wee auf Crack ist? Das Spukhaus. Niemals Pee-wee. Nein, das Spukhaus. Aber ehrlich gesagt ist beides ganz schön gruselig. Frage. Wäre es möglich, dass Pee-wee mir ein bisschen von dem Stoff abtritt? Nein, er hat alles aufgeraucht. Dann sterbe ich lieber im Spukhaus. Erinnert mich an unseren letzten Urlaub. Komm schon, Sally. Das war super romantisch. Ah ja, du und dein Sinn für Romantik. Rente, euer Leben. Hey, jeder weiß, dass Matt richtig romantisch sein kann, wenn er nur will. Jeder? Warum dann ich nicht? Ach komm, Sally, ich sag dir fast jeden Tag, dass ich dich liebe. Ich bin irre romantisch. Ja, klar. Meinst du, wenn du das rülpst oder wenn du es in Binärcode sagst? Nein, er meint, wenn du es in Binärcode rülpst. Warte mal, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Verdammt, ich mach's schon wieder. Ich muss das Thema wechseln. Und zwar schleunigst. Was murmelst du da? Oh, es ist nur... Naja. So, meinst du nicht, für heute reicht's, Matt? Wovon redest du? Wir hatten gerade vorgeschlagen, dass er doch seinen alten Rekord brechen soll. Oh, Matt gefällt, wie das klingt. Ja, aber sagtest du nicht gestern, dass du mit den blöden Rekorden aufhören wolltest? Du weißt schon, mehr als 10 Liter Bier in einer Sitzung trinken, das größte Kotzomelett der Welt, alle Twilight-Filme anschauen ohne scharfe Waffen in der Nähe... Ich meine, komm schon. Wo soll das hinführen? Ist doch egal. Ich liebe Matt, wie er ist. Wenn er in 5 Tage Nicolas Cage-Marathon hinlegen will oder die Bar leer trinken, dann soll er doch, okay? Weißt du, ich glaube, Randall hat recht, Liebes. Jetzt, wo wir heiraten, sollte ich dem Leben mit etwas mehr Ernst begegnen. Genau. Du hast jetzt mehr Verantwortung. Aber das ist nicht der Matt, in den ich mich verliebt habe. Natürlich nicht. Der Matt, in den du dich verliebt hast, war ein totaler Spinner. Und jetzt, wo ich erwachsen werde, verstehe ich total, warum du manchmal sauer auf mich warst. Aber eins verspreche ich dir. Von jetzt an werde ich mich ändern. Ich werde der liebende Partner sein, den du verdienst. Aber... Komm schon, das wolltest du doch immer. Matt wird endlich erwachsen. Ich wollte heute Abend einfach ein bisschen Spaß haben. Und das werden wir, Liebling. Ich lasse es einfach mit dem Alk etwas ruhiger angehen. Ja, weißt du was? Ich werde heute Nacht vielleicht nicht mal kotzen müssen. Und das wäre echt mal was Neues. Braver Junge, Matt. Und weißt du was? Ich mache auch mit. So, jetzt brauche ich... wie sieht's aus? Da. Gehen wir zu schauen auf den Film? Also, wie sieht's aus? Gehen wir zu mir und schauen einen Film an? Hey, was geht denn bei dir, Mann? Gefällt's dir hier nicht? Nee, ich dachte nur... Wir wollen nicht, dass du dich als 5. Rad am Wagen fühlst. Wenn du dich hier nicht wohlfühlst, kannst du auch gehen. Nein, das ist es nicht. Ich dachte nur eben... Ich will nicht, dass du gehst, Kumpel. Ich bleib ja hier. Ich hab das mit dem Film nur gesagt, weil ich dachte, du hättest vielleicht Bock auf einen unserer Filmabende. Aber ist ja auch egal. Wir können an jedem anderen Tag in deine Wohnhöhle gehen. Aber heute ist unser Freudentag und wir bewegen uns hier nicht weg. Du bist der Boss, Baby. So ist es. Ich bin der Boss. So, was soll's denn bei der Hochzeit zu essen geben? Tja, ich brauche nur eine Bar mit Freigetränken für alle. Natürlich wird's eine Bar geben, Liebling. Eine Bar?
Seid ihr da sicher? Hey, Kumpel, man kann seine Liebe vor den Augen des Herrn gar nicht besser unter Beweis stellen. Ich weiß nicht, Mann. Klingt, als hättest du nur Alk im Kopf. Oder liege ich da falsch? Randall, das wird eine Hochzeit. Matt will doch nur seinen Spaß haben. Und ich will, dass er so viel trinken kann, wie es ihm Spaß macht. Klar, wenn er es dann auch zur Trauung schafft. Wie meinst du das? Ja, Randall, wie meinst du das? Nichts. Ich meinte nur, wenn du dir heute so richtig die Kante gibst, erlebst du vielleicht die Hochzeit gar nicht mehr. Weißt du noch, wie du mal aus einem fahrenden Auto gesprungen bist? Stimmt. Das hat wirklich wehgetan. Ich habe immer noch eine Stelle am Rücken, wo die Haut noch nicht nachgewachsen ist. Ich folge wohl besser deinem Rat, Mann. Was? Ja, weißt du, ich glaube, ich lasse es lieber langsam angehen, Baby. Weißt du, einfach ein paar Drinks und ein gutes Gespräch. Wollt ihr mich verarschen? Ihr zwei zivilisierte Mitbürger? Sally, das klingt vielleicht ein bisschen nach Science Fiction, aber ich trinke heute Abend einfach gar nichts mehr. Bist du dabei, Matt? Ja. Weißt du was? Ja. Genug jetzt! Das ist doch scheiße! Ich habe diese Party tagelang geplant und ich will, dass alles perfekt ist. Ich habe sogar Elaine gebeten, zwei Fässer bestes deutsches Schankbier zu besorgen, damit ihr heute euren Spaß haben könnt. Und jetzt muss ich mir diesen Scheiß anhören? Mein Gott, ich hätte es einfach lassen sollen. Sally, ich wusste ja gar nicht, dass du dir so viel Mühe gemacht hast. Tja, das liegt daran, dass es eine Überraschung sein sollte. Aber weißt du was? Das ist jetzt auch egal. Hey, Baby. Tja, sie sagte, dass es jetzt egal ist, also. Mann, sie hat uns erstklassiges Bier besorgt. Wir wollen sie doch jetzt nicht enttäuschen, oder? Ach, vermutlich nicht. Brave Jungs, ihr werdet es richtig lieben. So, 5 Runden später. Ich bin nur ein Schluck davon entfernt, mich mal strategisch auf die Gasse begeben zu müssen. Bist du sicher, Baby? Ich finde, du siehst noch ganz fit aus. Bist du sicher? Schau mal in seine Augen. Die schauen in zwei verschiedene Richtungen gleichzeitig. Cool! Das ist so süß, wenn er das macht. Was? Mach dir um mich keine Sorgen, Liebling. Trink so viel du willst. Mir geht's gut. Verdammt, das heißt, dass er jetzt gleich kotzt. Nein, Mann, ich mein's ernst. Ich kotze heute nicht, ehrlich. Du verarschst mich doch. Hör zu, Baby. Wir werden in, ziemlich bald Mann und Frau sein. Und ich hab mich entschieden, Zeit erwachsen zu werden. Ich habe volle Kontrolle über meinen Körper und ich werde heute nicht kotzen. So ist recht, Kumpel. Und ich nehme mir ein Beispiel an dir. Was sagst du nun, Sally? Ach, ich schwöre, ich wollte nicht, dass es so weit kommt. Aber ich habe wohl keine andere Wahl. Ja. Was zum... Oh! So. Hey, das ist Betrug. Randall, ich bin der Teufel. Ich betrüge immer. Ah, so, ja. Ja, na klar. Also, was kommt noch gleich als nächstes? Ach ja, stimmt ja. Randall, kannst du dich um ihn kümmern? Ich will mir nicht wieder meine Schuhe einsauen. Oh, Schätze, man kann das Schicksal nicht beeinflussen. Hey Matt, sollte ich Peter Royer rufen, damit der Exorzismus durchsteht? Oh mein Gott, der unglaubliche Matt, wie seine schrecklichen Mutantenfähigkeiten. Das ist dasselbe Dialog, wie wir am Anfang hatten. Da meine kurzen... Achso. Oh, ich habe meine Badehose zu Hause gelassen. Zieh von mir weg, wenn du noch mal kotzen musst. Wenigstens kotzt du nicht mehr, während du auf dem Rücken liegst. Ja, wenigstens kotzt du nicht mehr, während du auf dem Rücken liegst. Tja... Ich bin jetzt erwachsen. Mann, ich weiß nicht mal mehr, wie wir den genannt haben. Ist das zu glauben? Flüssiger Regenbogen. Oh, flüssiger Regenbogen. Flüssiger Regenbogen? Nicht mal lauwarm. Mann, verdammt. Was war denn das nochmal? Vesuvius Man. Das war's. Ich wusste es. Soll ich? Was? Das soll aber nicht alles... Alter! Enden. So sollte das aber alles nicht enden. Nicht?
Na, du kennst mich ja. In der Seitenstraße kotzen ist ja sowas wie eine Tradition. Ich weiß, aber heute muss es anders ausgehen. Mann, mach dir nichts draus. Ein Mensch kann nicht einfach seine lebenslangen Gewohnheiten ablegen. Habe ich jetzt gestern im Fernsehen gesehen. Um der Menschheit willen. Ich hoffe, dass das nicht stimmt. Mann, was ist denn Sally gefahren? Hast du ihr den Verlobungsring gegeben? Oh, verdammter Ring, Mann. Was würde ich nur ohne dich anfangen? Woher weißt du, dass ich einen Ring für sie habe? Ja, weißt du, es ist eine Verlobungsparty. Also habe ich es einfach mal angenommen. Ja, stimmt. Hey, du glaubst mir nie, wie ich an den Ring gekommen bin. Erzähl. Ich tue auch ganz überrascht. Komm her, Bruder. Lass mal stecken, sonst muss ich auch kotzen. Abgelehnt, meine Religion verbietet sowas. Wenn du nicht nur aufs Maul haben willst, bleibst du lieber, wo du bist. Lass mal stecken. Sonst muss ich auch kotzen. Ja, ich weiß, wie du drauf bist. Erstens keine Umarmung, zweitens nichts teilen, drittens nicht mit Fremden reden. Ja, verdammt. Alles läuft genauso wie beim letzten Mal. Okay, Ladies und Gentlemen, Vesuvius Matt ist wieder auf den Beinen. Komm mit, Randall, und bleib dran, denn diese Nacht wird zur Legende. So, da ist er wieder. Hey! Warte mal, Kumpel. Das gehört dir, oder? Böse Sally ist verschwunden. Ich glaube, wir haben den... Oh, es ist Dienstag. Wir haben den Fluch gebrochen. Es ist Dienstag. Wir haben es geschafft. Häftlinge in Müllcontainer gefunden. Dienstag! Yes! Endlich! Das hat aber ganz schön gedauert, du alter Hurensohn. Guten Morgen, Matt. Ich sehe, du hast das Müsli schon gefunden, ja? Weißt du, ich bin froh, dass du wieder Appetit hast. Gestern hast du ja fast nichts angerührt. Mir fiel schon fast nichts mehr ein, wie ich dich zum Essen bewegen könnte. Ja? Hey! Hast du den Fernseher repariert? Ja, ich musste nur ein paar Batterien besorgen und ein paar nicht isolierte Kabel verbinden. Der Klassiker. Übrigens, weißt du irgendwas über deinen Mitbewohner? Ach. Meinst du, der hat was dagegen, wenn ich ein paar Tage in seinem Zimmer übernachte? Ich glaub nicht, dass den das stört. Das letzte Mal, als ich ihn gesehen habe, war er am Knast. Wow. Was hat er ausgefressen? Ganz ehrlich, weiß ich nicht. Und es ist mir auch egal. Also, wie geht's dir? Ich meine, nach allem, was mit Sally war und so. Tja, ich glaube, ich bin okay. Extra süßes Müsli hilft da, weißt du? Klar. Und naja, ist schon 2 Tage her, seit sie sich geopfert hat. Und seitdem mache ich nichts anderes, als Vicodin einzuwerfen. Tut mir leid, Mann. Fuck, Alter. Ich wollte sie wirklich heiraten. Ich weiß, Kumpel. Und sie wollte auch dich heiraten. Warum hat sie sich dann desintegriert? Ich glaube, das war keine Absicht. Weißt du, technisch gesehen ist ja die spontane Selbstentzündung inhärent unabsichtlich. Jedenfalls hört man das immer. Von wem? Dr. Who? Ich weiß, das klingt komisch, aber diese Forensiker sind wirklich gut. Ich weiß. Ich kann mich nur nicht an den Gedanken gewöhnen. Ich werde sie so vermissen. Ich auch. Und weißt du was? Scheiß drauf, wir haben genug Bier und Chips für ein paar Tage. Bleiben wir einfach mal eine Weile mit dem Arsch hier auf dem Sofa sitzen. Musst du nicht zur Arbeit? Wenn ich heute arbeiten gehe, werde ich sowieso gefeuert, also. Wie wär's mit einem Sopranos-Marathon? Du kennst mich ja, Mann. Wenn nur genug Bier da ist. Ja, ich kenn dich, aber du hast eine Menge Pillen eingeworfen. Da weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich hab schon seit Sonntag Bier und Downer zusammen eingeworfen und fühle mich prächtig. Sicher? Tja, jetzt wo du's sagst. Vielleicht wundert es mich etwas, dass das Zimmer von deinem Mitbewohner wie aus einem Horrorspiel aussieht. Außerdem habe ich gestern Abend geglaubt, dass sich die Flügel von dieser haarigen Fettwanzstatue bewegt haben. Bin ich irre oder was? Entspann dich, du bist nicht verrückt. Uff, na, dann bin ich aber beruhigt. Was hast du eigentlich mit dem Ring gemacht? Den habe ich irgendwo da drüben hingelegt. Pass für mich auf den auf, ja? Ich will das Ding nie mehr sehen. Okay,
Suchen wir mal nach einem Platz, wo er uns nie mehr unter die Augen kommt. Ich wünschte, ich könnte alles ungeschehen machen. Obwohl ich nicht mal weiß, was überhaupt passiert ist. Lass einfach gut sein, Matt. Da kann man gar nichts machen. Wenn wir irgendwas von Marty McFly gelernt haben, dann, dass es nur Ärger bringt, die Vergangenheit zu manipulieren. Da kannst du einen drauf lassen. Nichts passiert durch puren Zufall. Ein jeder ist Teil eines großen Planes. Und meistens führt es nur zu Elend und Unglück, wenn man diesem Plan folgt. Yeah. Leiden und Tod. Heißt das, dass wir niemals in der Lage sein werden, die richtigen Entscheidungen zu treffen? Und er hat auch seinen Panzer gekriegt am Dienstag. Wir haben es geschafft. Randall's Monday ist durchgespielt. Boah, ich habe jetzt echt gedacht, die letzte Folge, okay, machen wir mal so eine Doppelfolge draus. Moment mal. Was das? Ist das das Ende? Das glaube ich nicht. Tja, glaub's ruhig. Der Abspann läuft. Was soll denn das für ein Ende sein? Die killen das Mädchen und dann leben sie glücklich bis in alle Ewigkeit. Naja, so glücklich sind die auch wieder nicht. Entschuldige, aber einer von denen hat gerade angefangen zu tanzen. Und was ist mit der Taube? Seit wann klauen Tauben Schmuck? Ist doch egal. Mir hat's gefallen. Das zeigt nur, dass du einen miserablen Geschmack hast. Siehst du, sogar Hungersnot stimmt mir zu. Komm, du verstehst ihn auch nur, wenn's dir gerade passt. Und was ist mit Sergeant Kramer? War der nicht eigentlich der Böse? Warum hat er dann mit dem Ende nichts mehr zu tun? Ist doch klar. Damit man das Mädchen killen kann. Die war von Anfang an böse? War sie nicht. Der Ring hat sie verführt. Ungewöhnliche Entwicklung. Für jemanden, der eigentlich gar nicht böse ist. Eine dramatische Wendung. Na und? Dramatische Wendung? Ich fand, das war eher eine Komödie. Wisst ihr, irgendwas stimmt doch hier nicht. Pestilenz! Hat dir vielleicht jemand einen Umschlag zugesteckt? Ach, komm schon! Was sagst du da? Das ist doch einfach irre! Tja, mal zu etwas anderem. Was gibt's denn heute zu essen? Tja, weg sind sie. Ja, wie gesagt, ich habe eigentlich gedacht, ich mache hier nur noch mal so eine kleine Doppelfolge, dann haben wir das Ende. Aber die Dialoge, die haben sich so dermaßen in die Länge gezogen. Ich bin jetzt hier bei einer Stunde 40 Minuten fast an der Aufnahme, werde natürlich den Abspann noch weiter durchlaufen lassen. Auch wenn dann doch, da kommt noch was. Und war auf jeden Fall ein sehr geiles Spiel, mein erstes Point-and-Click-Adventure überhaupt, was ich so durchgespielt habe. Und es gab unheimlich viele Easter Eggs, nenne ich sie jetzt einfach mal, Anspielungen auf andere Filme, Spiele oder sonst was. Und wenn ihr natürlich welche gefunden habt, schreibt ihr irgendwie in die Kommentare drunter. Allgemein, schreibt in die Kommentare drunter, wie ihr das Spiel gefunden habt. Mikrofon ein bisschen verrutscht. Wie ihr das Spiel gefunden habt, wie ihr das Let's Play gefunden habt von mir. Es wurde ja auch schon gesagt, dass die Facecam nicht so ganz passend war zu dem Spiel. Muss ich zustimmen. Das war wohlgemerkt nur ein Test, ein Versuch, weil ich mit Facecams momentan ein bisschen rumexperimentiert habe und auch noch habe. Und das Facecam hat hier bei dem Spiel ein bisschen ab und zu Dialoge weggeblendet oder manchmal sieht man Sachen nicht. Ich werde die Facecam in Zukunft auch nur bei ausgewählten Spielen verwenden. Aber ich wollte jetzt bei dem Spiel nicht einfach mittendrin aufhören mit der Facecam. Jo, was bleibt mir sonst noch zu sagen? Super Nerd. Ted Prisoner Having Lunch Super Nerd. Okay. Ah, das sind die Lieder oder was? Ich habe jetzt gar nicht gelesen, was da oben stand. Ja, ansonsten... Dass die Sally natürlich die Böse ist, das hätte man wirklich nicht von Anfang an gedacht. Das war jetzt wirklich erst am Schluss. Außer natürlich, wo die alle auf dem Dach oben waren und wo es dann hieß, dass es eine Frau ist, haben wir schon gedacht, das kann eigentlich nur die Sally sein. Viele andere Frauen hat man da nicht gehabt. Und was mich ein bisschen irritiert hat, ist, dass, das habe ich ja vorhin schon erwähnt gehabt, der ist ja in die Vergangenheit wieder gereist, um alles wieder gut zu machen. Da war aber die Barkeeperin nicht so hübsch. Der war sehr mit krummen Zähnen und alles. Also irgendwas war da anders. Jo. Ist es natürlich nur die Frage, ob jetzt die ganzen Taten, die er da schon begangen hat, größtenteils, ob da wieder noch ein bisschen was mitgegangen ist. Vor allem, weil da ja einer, der gerade meinte, erstmal ist im Gefängnis. Das wäre ja nicht gewesen, wenn das alles nicht passiert wäre. Boah, Charlie, Dr. Johnson, Engelbert von Nordhausen, das sind ja Namen. Marconi, Peter Weiss, Elaine Jennifer Böttcher, Wolfgang Berger, das
sind auf jeden Fall alles die deutschen Namen, also die deutschen Synchronsprecher. Also mir hat das Spiel auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und vor allem zum Schluss, dass er echt noch seinen Panzer gekriegt hat. Der stand dann echt noch vor der Tür. Sehr geil. Also wir haben den Dienstag noch erlebt, das waren jetzt insgesamt über 2000 Montage, die wir erlebt haben. Naja, grob gesehen in 7 Kapiteln war das jetzt in etwa. Weil also das Gefängnis, das waren über 2000, die er gemacht hat, nun jeden Tag ein Streichholz zu kriegen. Michael Bitteler. Tobias Jakov Space Nerd. Das war ja auch so, das war hell, Michael. Brooks, Karl. Wie gesagt, ich lasse die Abspannung auf jeden Fall noch durchlaufen. Ja, insgesamt waren das jetzt auch, wenn ich richtig lese, 42 Episoden von dem Let's Play. Obwohl es locker 5 Episoden mehr geworden wären. Wenn ich die Folge jetzt auch geschnitten hätte. Aber das weiß man immer nie. Das ist immer blöd. Ich will immer nicht einfach immer sagen, okay, mache ich auch 20 Minuten Folge und dann spiele ich das Spiel vielleicht dann nochmal zum Schluss und habe nur 5 Minuten. Das ist dann auch ein bisschen blöd. Deswegen sage ich immer lieber die letzte Folge ruhig ein bisschen länger, wenn man ein bisschen absehen kann, dass es zu Ende geht. Aber ich glaube, da habt ihr auch nichts dagegen. Auch wenn es jetzt schon wieder 1 Stunde, 40 Minuten und 44 Sekunden sind. Ach ja. Auf jeden Fall sehr geil, das Spiel. Ich bin mal gespannt, ob es irgendwann eine Fortsetzung gibt. Also wenn es es gibt, werde ich die definitiv let's playen. Sir Marconi. Und ich möchte mich vielleicht mal auch von den Jungs von der Dalek Games mal bedanken, weil ich habe ja natürlich angefragt, ob ich das Spiel Let's Playen darf und allen drum und dran. Ich muss sagen, das waren von den ganzen Publishern, vielleicht abgesehen von Star Trek Online, wo wir ja persönlichen Kontakt mit Evander und so haben, der netteste Kontakt, den ich hatte. Sofort geantwortet auf E-Mails und die haben auch extra anscheinend eine Abteilung für sowas. Und wirklich ein E-Mail-Kontakt war da gewesen mit Fragen und Antworten wurden Fragen wurden beantwortet und so weiter. Also unheimlich nette Jungs von der Dalek Games. Hab sehr gern Kontakt mit denen gehabt. Und Dankeschön natürlich, dass das Spiel ja Let's Playen durfte und veröffentlichen durfte. Tiokaya Nerds ist was? Is special. Das sind anscheinend die ausländischen Namen alle. Also die ausländischen Sprecher. Quality. Das war unglaublich, wie viele Leute immer an so einem Spiel beteiligt sind. Nexus Game Studios. Ich weiß gar nicht, ob ich The Dalek Games oder Nexus Game Studios angeschrieben habe. Auf jeden Fall ist das Spiel von The Dalek Games. Community Management, Webprogrammierung, das sind echt alle dabei. Der Jordi, technischer Support Jordi, das passt ja wohl perfekt. Da, der Dalek Entertainment, CEO Carsten Fichtelmann, Maria Thiele, Steffen Boost, Producer Matthias Zorn, PR Marketing, oh, das sind einige. Product Management, wenn man sieht, wie viele Leute mal beteiligt sind bei sowas, da versteht sich auch natürlich, dass Spiele Geld kosten. Vor allem, die programmieren das ja nicht in 10 Minuten. Allein sich auf das mal die Story einfallen zu lassen, die mordsmäßig langen Dialoge. Also das muss ich wirklich sagen, das hat mich ein bisschen gestört jetzt am Anfang. Durch die Dialoge hat man zwar unheimlich viel vom Spiel erfahren, aber ich habe jetzt wirklich von den 1 Stunde 40 Minuten hier hauptsächlich nur da gesessen und habe die Dialoge durchlaufen lassen. Also ich habe nichts gemacht. Das war vielleicht ein bisschen langweilig jetzt am Schluss und ich kann mir vorstellen, dass viele, gerade jetzt am Schluss, die jetzt vor allem die es nicht Let's Playen, einfach die Dialoge durchklicken. Weil es war jetzt über eine Stunde nur da sitzen und zuhören. Man hat zu wenig gemacht. Man hatte auch in den Dialogen zu wenig Auswahlmöglichkeiten. Das war während dem ganzen Spiel über besser, aber jetzt am Schluss war es wirklich, es wurde immer mehr. Mann, sind das viele Namen. Ich glaube, mein letzten Abspann, den ich mal aufgenommen habe, ging über 10 Minuten. Der geht ja schon ungefähr 3 Minuten. Aber ich glaube, jetzt geht es langsam Richtung Ende. Und wir sind wieder im Hauptmenü. Ju, da würde ich mal sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall dafür, dass ihr dieses Let's Play geschaut habt und dass ihr vor allem bei der letzten Folge so lange dabei gewesen seid.
Bitte, 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 bitte schreibt mir in die Kommentare unten drunter, wie ihr das Let's Play gefunden habt, auch wenn es negative Bemerkungen sind. Das ist, schreibt alles rein. Ich will Kommentare von euch. Schreibt alles runter, gebt mir einen Daumen nach oben, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Abonniert mich. Jo, jetzt habe ich wenigstens wieder ein bisschen Platz in meiner Let's Play-Liste und kann mich mit noch weiteren Projekten widmen. Und werde jetzt die Aufnahme beenden, mal was essen. Muss vor allem aufs Klo. Nach über eine Stunde, über eineinhalb Stunden wird es mal Zeit. Auf jeden Fall bedanke ich mich. Sag Dankeschön fürs Zuschauen und sag bis zum nächsten Let's Play. Tschüss.